Hallo und herzlich willkommen zu unserer Debatte Ursprung des Lebens. Begrüßt mit mir die zwei Speaker zu dem Thema, den Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Magst du dich einmal kurz vorstellen, Stefan? Ja, da gibt es nicht viel vorzustellen. Männlich, was soll ich denn da noch sagen? Ich bin in Deutschland. Ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund und nähere mich den Sachen, den ganzen Anforderungen und Behauptungen auf eher einer empirischen Basis. Ich habe keinen Götterglauben und sehe auch keinen guten Grund, den zu haben. Und unterhalte mich aber gerne mit Leuten, um zu verstehen, wer was glaubt und warum und auf welcher Basis. Ja. Warte mal eben. So, ich habe den jetzt auf öffentlich gestellt hier, der war noch auf nicht gelistet, also die Debatte hier. Ja, dann begrüße ich den zweiten Speaker heute, den Lennox. Hallo Lennox. Hallo. Hallo, magst du dich auch einmal kurz vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Anhänger des christlichen Glaubens, gehöre aber keiner Konfession an, also ich bin weder Protestant noch katholisch. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir empirische Beweise haben für den monotheistischen Gott, einen Gott-Schöpfer, und bin mir auch ziemlich sicher, dass nach meinen Argumenten die meisten davon überzeugt sein dürften. Für mich ist der Atheismus eine rein irrationale Weltanschauung und das möchte ich auch heute beweisen. Sorry, mein Mikro war ja schon geschaltet. Dann fangen wir jetzt einmal mit den Vorträgen von euch an. Ihr habt ja so jeweils 5 Minuten. Und ich würde sagen, Lennox, fang dann einfach mal so an, deinen Standpunkt genau zu erläutern in Bezug auf das heutige Thema. Genau. Darf ich anfangen? Wunderbar. Wir wissen aus der Informationstheorie und auch aus empirischen Beweisen, dass wir eine große Menge an kodierten Informationen in unseren Zellen haben. Nicht nur das, auch die Abläufe in unserem Körper. Jetzt ist er weg. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ich weiß denn nicht. Jetzt ist er plötzlich weg. Ja. Ich guck auch gerade, wir sind auf jeden Fall auch live. Ja. Ja, wo ist er denn jetzt? Stefan, ich würde dann mal einfach sagen, fang du mal mit deinem Vortrag an, weil dann warten wir so lange auf den Lennox, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit stumm rumsitzen. Okay. Fang du einfach ja, an. Ja, kein sagen. Problem. Ich weiß ja gar nicht, ob ich 5 Minuten brauche, weil für mich ist das alles, eine Debatte über den Ursprung des Lebens können wir eigentlich gar nicht führen. Wir haben Modelle, aber keine belastbaren Aussagen. Das heißt also, wenn wir uns den Ursprung des Lebens angucken, dann sehen wir eigentlich nur Probleme und sonst überhaupt nichts. Ja, das heißt also, wir haben 3 Bereiche, in denen wir als Menschheit noch keine Informationen haben. Wir hören dich, Lennox. Okay. Alles gut. Jetzt Stefan hat jetzt weitergemacht. Keine richtigen Aussagen machen können. Und das sind die 3 Bereiche, Ursprung des Universums, Ursprung des Lebens, Ursprung vom Bewusstsein. Und das sind genau die 3 Bereiche, wo jetzt Theisten üblicherweise Götter reinpressen, weil sie denken, dass da noch keine Informationen sind, also passen da ihre Götter rein. Das heißt also, wenn wir uns den Ursprung des Lebens angucken, dann haben wir da Ideen. Wir haben aber keine definitiven Belege, wir haben keine Daten, wir haben keine Fakten, wir haben keine Informationen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, aber keine endgültigen Fakten. Deswegen sollten wir da ein bisschen bescheiden bleiben und gucken, was können wir machen und was können wir nicht machen. Und das größte Problem hier ist eben die Zeit. Das heißt also, nach
hier auf unserem Planeten, da müssen wir mit fast 4 Milliarden Jahren irgendwie zurechtkommen. Das heißt also, wir haben keine Belege heutzutage direkt, sondern wirklich nur Indizien. Und das Ganze basiert eigentlich nur auf Unsicherheiten. Und da können wir uns einfach nicht festlegen. Das heißt also, wir müssen gucken, wie viele Leute, und wir reden jetzt von Biophysikern, wir reden jetzt von Biologen, wir reden von verschiedenen Anthropologen, verschiedenen Bereichen, die versuchen, die Umgebung so nachzuempfinden, wie sie vor 4 Milliarden Jahren war, um zu verstehen, was damals passieren hätte oder hätte passieren können, um dann verschiedene Modelle zu entwickeln, was man da sagen kann. Und da gibt es jetzt also einmal aus Ton oder aus im Wasser, Black oder Yellow Smokers, das heißt also diese, wie sagt man, Cracks, Risse in der Haut, in der Erdrinde, die aber unter Wasser sind. Und da zum Beispiel entsteht Schwefel, da entsteht Arsen, da entsteht alles Mögliche. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie da Leben hätte eventuell entstehen können. Das heißt also, es gibt höchstens noch Alternativen. Und das sind dann halt dann Behauptungen, wie ich gerade gesagt habe, dass es also etwas Übernatürliches gibt, wo wir eben keine rationellen und keine empirischen Daten haben. Das Ganze ist also nur basierend auf Zweifeln. Da kommen dann irgendwelche unverstandenen Zitate und dann als einziger Faktor kommt dann halt Simsalabim. Das ist alles, weiß ich was, Magie, was da passiert ist. Und das ist es auch schon. Das Einzige, was wir haben, ist halt, aber da möchte ich später darauf eingehen, was wir eigentlich für Tatsachen haben. Und was ich jetzt gerade schon gehört habe, ist diese Wortschlacht, dass jemand das Wort Code benutzt und nicht versteht, was es eigentlich ist. Und da müssen wir halt, das ist das Übliche, Definition, 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 was ist eigentlich das, was bedeutet das, können wir das eigentlich benutzen. Und das war es auch schon von mir. Alles klar, danke Stefan. So, Lennox, jetzt ist dein, jetzt kannst du nochmal mit deinem Jetzt kannst du noch mal mit deinem Vortrag beginnen. So, hört man mich? Genau, man hört dich. Du kannst jetzt noch mal von vorne anfangen, weil du warst ja plötzlich weg. Also zunächst mal von Stefan Kees Strohmann-Argumente, aber die werde ich jetzt auch widerlegen. Wie gesagt, wir haben unvorstellbare Mengen kodierter Informationen in unseren Zellen. Das hat die Harvard-Wyss-Institut herausgekriegt, dass wir in 1 Gramm DNA bis zu 700 Terabyte Informationen Speicherkapazität haben. Informationen, wissen wir aus der Informationstheorie, können nur entstehen durch einen intelligenten Sender. Dazu ist Intelligenz, Bewusstsein und Wille nötig. Keiner dieser drei immateriellen Einheiten war zum Zeitpunkt der angeblichen chemischen Evolution vorhanden. Das heißt, wenn wir einen Sender haben, der Intelligenz hat, ein Bewusstsein und einen Willen, impliziert das schon mal ein Schöpfergott. Wie der Stefan Kees ja schon angespielt hat, gibt es auch einen Code und wir verstehen den Code sehr gut. Der besteht aus 4 Basen in der DNA, und zwar Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin. Und selbst hier müssen diese 4 Basen einer speziellen Anreihung, sozusagen nennt man das ein Triplett, kodiert werden. Auch eine Kodierung ist immer der Prozess eines intelligenten Prozesses, wo dann auch wieder sozusagen ein intelligentes Wesen nötig ist. Es gibt keinen empirischen Beweis, dass Lebewesen durch Zufall selbstständig und aus unbelebter Materie entstanden sind. Louis Pasteur zum Beispiel oder Dr. Francesco Redi haben das in ihren Experimenten wunderbar gezeigt. Da spielt auch die Zeit von 4 Milliarden Jahren keine Rolle. Das ist eine Hypothese, dafür gibt es keine Beweise. Das sind einfach Zeitepochen oder Zeitabstände, hinter denen Atheisten sich verstecken, aus dem Mangel von Informationen oder Beweisen heraus. So, jetzt ist natürlich meine Frage an Stefan Kees, wenn er sagt, ja, man wüsste jetzt von Informationen nichts oder Code und man hätte das falsch verstanden, dann würde ich gerne von ihm wissen, wie können denn anorganische Moleküle biologische Informationen erhalten und weitergeben, dass daraus eine Urzelle entsteht?
die angebliche Urzelle. Es gibt da die Möglichkeit vom Müller-Experiment, was aber keine Relevanz hat, weil Müller selbst in das Experiment eingegriffen hat, Gasgemische miteinander verbunden hat, die so in der angeblichen RNA-Welt, was auch eine Hypothese ist, also die damaligen Rahmenbedingungen, die auch nicht bewiesen sind, benutzt hat. Und da sehe ich dann auch keine wissenschaftliche oder empirische Relevanz. Das wäre es dann von meiner Seite vorerst mal. Alles klar. Danke auf jeden Fall, Lennox. Bevor Stefan jetzt antwortet, nur noch eine kurze Zwischeninfo für die Zuschauer, weil vielleicht manchen aufgefallen ist, dass ich hier gerade auf mein Handy geguckt habe. Es ist nämlich, war jetzt noch gar nicht so sicher, ob die Debatte heute wirklich stattfindet. Und darum habe ich jetzt einfach mal den Link so in ein paar Gruppen geteilt. Weil normalerweise mache ich das natürlich nicht, wenn ich Moderator bin. Okay, Stefan. Naja. Jetzt kannst du darauf antworten. Also, das Erste, was ich gesagt habe, ist, es gibt keine Fakten, es gibt keine Beweise, es gibt keine Belege, es gibt nur Indizien. Das heißt also, ich habe eine Frage, Lennox, wie soll ich dich adressieren, Lennox? Bist du Lennox oder Malcolm? Das bleibt dir überlassen, wie du gerne möchtest. Du kannst mich auch gerne Lennox nennen. Okay, dann machen wir weiter. Lennox, was ist für dich ein Code? Ich würde dich bitten, da ich ja zuerst gefragt habe, dass du vielleicht erstmal die Frage beantwortest, wie anorganische Moleküle biologische Informationen, Betonung Informationen erhalten und weitergeben, damit daraus dann die Urzelle entsteht. Und wenn du das beantwortet hast, dann würde ich sehr gerne auf deine Antwort eingehen. Auf deine Frage, Entschuldigung. Das habe ich ja gesagt. Das wissen wir. Wir haben keinerlei Information heute. Es gibt sehr viele fähige Köpfe, die gerade recherchieren. Es gibt eine Serie zum Beispiel, Der Ursprung des Lebens. Und da wird sehr detailliert darauf eingegangen, wie diese ersten Bausteine entstanden sind. Aber wir haben keine Möglichkeit, heute einen Beweis zu führen, wie die erste Zelle, die Urzelle, entstanden ist. Das habe ich ja gesagt am Anfang. Also gibst du sozusagen zu, dass du keine Argumentation hast, sondern bei dir basiert es eher auf Unwissenheit. Du du stützt dich auf Vermutungen. Verstehe ich das richtig? Nein. Soll ich das mal wiederholen? Also, bitte. Es gibt verschiedene Modelle, die uns erklären, wie das Leben am Anfang entstanden sein könnte. Und daraus kann man dann schließen, dass das Leben unwillkürlich entstehen muss. Das heißt also, es gibt das nicht aus Zufall, sondern es gibt ganz klare Regeln, es gibt ganz klare, Umstände, unter denen das passiert. Und das, was du angesprochen hast, das Müller-Jura-Experiment, das ist aus den 50ern, das hat gezeigt, dass man selbst da schon Aminosäuren, die sich selber formen, ohne irgendwelche, chemische oder sonst irgendwelche Katalysatoren, sondern dass die sich von alleine formen in der Umgebung. Nur haben wir nicht die 500 Millionen Jahre, die wir dann warten können, was mit diesen passiert, ob da sich diese Lipiden, die nötig sind, um eine zumindest rudimentäre Zellwand zu formen, um diese RNA einzulagern. Das heißt also, wir wissen nicht, und das sage ich jetzt, ich weiß nicht, warum ich das mal wiederholen muss, wir haben keine endgültigen Fakten. Wir wissen nicht genau, was damals passiert ist. Das heißt also, ich gebe nichts zu, ich verlasse mich nicht auf Vermutungen, es ist nichts dergleichen, sondern ich sage, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, es gibt eine Vielzahl von Modellen, die in der Lage sind, die Entstehung des Lebens auf unserem Planeten zu erklären. Nur wir wissen nicht, welche von diesen Modellen tatsächlich die richtige ist. Okay, ich will nur noch mal ganz kurz darauf eingehen und dann beantworte ich auch gerne deine Frage. Letztendlich, wenn man es kurz fasst, beziehst du dich auf Hypothesen. Die Abiogenese und die chemische Evolution, wie auch die RNA-Welt, sind Hypothesen, also unbewiesene Annahmen. Zu der Frage, was ich unter einem Code verstehe, bitte? Genau das habe ich gesagt. Genau. Unter einem Code verstehe ich. Ich weiß nicht, was eine RNA-Welt ist, aber gut, lassen wir das jetzt mal.
Okay. Und beim Code verstehe ich die speziell angeordnete Reihenfolge von, um es jetzt ein bisschen besser zu verdeutlichen, zum Beispiel Buchstaben. Wie ich ja schon gesagt habe, die vier Basen werden ja in Buchstaben eingeteilt, in A, T, C und G. Und wenn die in einer speziell in einer Reihenfolge sozusagen dargestellt werden, wie in einem Triplett, nehmen wir mal Beispiel G, G, A, dann haben wir hier drei aneinandergereihte Buchstaben und das wäre dann ein Codesystem. Wie zum Beispiel auch in der Sprache, die deutsche Sprache, wenn ich gewisse Buchstaben in einer speziellen Reihenfolge aneinanderreihe, dann haben wir ein Wort. Okay, das heißt also, du gehst jetzt in diesen Zirkelschluss und sagst, okay, wir haben einen Code, der muss hergestellt worden sein. Und weil wir einen Code haben und der hergestellt werden muss, muss er ja hergestellt worden sein. Das ist eine Missinterpretation meiner Argumentation. Es ist Tatsache, dass wir für ein Codesystem Intelligenz brauchen, weil tote Materie nicht in der Lage ist, kein Moment bitte, weil tote Materie ohne Intelligenz, Bewusstsein und Willen ist und daher nicht in der Lage ist, einen Code zu generieren. Das ist ja ein intellektueller Prozess. Also du kannst mir ja gerne zeigen, wie tote Materie ohne den Einfluss von Intelligenz in der Lage ist, einen Zahlencode zu generieren. Wenn du das schaffst, dann touché. Nochmal, ich weiß nicht, wie oft ich das heute wiederholen muss. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwelche endgültigen Fakten über die Entstehung des Lebens irgendwie heute einfach herbeizuzaubern. Wir haben sie nicht. Okay? Wir haben keine Fakten. Wir haben keine Möglichkeit, endgültige Fakten, endgültige Tatsachen, endgültige Daten, Informationen oder irgendwas heute bereitzustellen. Das entspricht Lennon, nicht. Ja, bitte? Eine Sache. Wenn du nicht redest, kannst du dann vielleicht dich stumm schalten, weil das halt ein bisschen bei dir. Ja, gerne. Okay. Stefan, möchtest du noch was fragen? Ja. Du gehst immer auf diese Information und Code und so weiter. Aber was du machst, ist, du setzt hier schon eine Intelligenz voraus. Das tue ich nicht. Ich habe keinerlei Voraussetzung. Alles, was ich sage, ist, wir haben einen Planeten, einen sehr jungen Planeten, auf dem Umstände herrschen, die wir heute nicht hundertprozentig erfassen, nicht erkennen und nicht reproduzieren können. Wir können nur ungefähr nach den Aussagen, bei uns hören die ja nach ein paar hunderttausend Jahren auf, können wir einfach interpolieren, wie das damals wohl ausgesehen haben könnte, und darauf basierend können wir dann eine Umgebung simulieren, unter der wir dann sagen, okay, hier kann das und das passieren. Das ist aber nicht unter der Annahme, dass es ein intelligentes Wesen ist, und das ist nicht unter der Annahme, dass es kein intelligentes Wesen ist, sondern alles, was wir machen, ist, wir gucken, also ich habe ja gesagt, ich bin Wissenschaftler und deswegen sage ich, ich schließe keine Götter, Geister, Gespenster oder Elfen oder weiß ich was, schließe ich einfach nicht aus. Wenn mir jemand den Beweis bringt, dass es diese gibt und dass die verantwortlich für etwas sind, dann ist das so. Aber ich sehe keinen guten Grund, das irgendwie anzunehmen. Und alles, was ich sehe, ist, dass wir heute Modelle haben, die das erklären. Und da setze ich keine Intelligenz voraus in dem Sinne, wie du das machst. Deswegen verstehe ich nicht, wo nimmst du das denn her? Wo kommt denn deine Intelligenz her? Wo soll die denn eigentlich herkommen, dass die in der Lage ist, RNA und Zellen und alles zu formen, dann hinterher wieder alles kaputt zu machen, dann wieder neu anzufangen, dann nochmal? Und das verstehe ich nicht. Wo kommt das denn her? Darf ich sprechen? Ja. Genau. Also ich möchte noch mal kurz eingehen, weil ich der Meinung bin, dass Stefan hier auch ein Strohmann-Argument benutzt. Ich habe ja am Anfang gesagt, das Harvard-Wiss-Institut hat herausgefunden, dass wir in einem Gramm DNA eine Speicherkapazität von 700 Terabyte haben. Das wären umgerechnet 2000, ungefähr 2000 Bücher. So. Wenn das Harvard-Wiss-Institut herausgekriegt hat, dass wir in 1 Gramm DNA eine Speicherkapazität von 700 Terabyte haben, und wir wissen aus der Biologie, dass
körpereigene Substanzen informationsgesteuert hergestellt werden, der menschliche Embryo, also die Zellen durch Information genau wissen, wie sie sich zu entwickeln haben, zu einem Auge, zu einem Ohr oder auch andere Funktionen im Körper, wie zum Beispiel Thrombozyten, Leukozyten, all diese Zellen und diese Stoffe haben ja eine Aufgabe und die sind in der DNA, im genetischen Bauplan, sind die Informationen gespeichert. So, hier haben wir also die Tatsache, Informationen bestehen. Informationen sind aber eine immaterielle Einheit. Das bedeutet, Materie ohne Intelligenz, was auch wieder eine immaterielle Einheit ist, ist nicht in der Lage, Informationen herzustellen. Materie kann immaterielle Einheit nicht erstellen. Das widerspricht sich. Die Frage von Stefan war, woher ich glaube, dass diese Information kommt. Ich impliziere bei Informationen, wie das Theorie des Informationsmodells ja schon sagt, einen Sender. Ohne Sender gibt es keine Information. Dieser Sender ist meiner Meinung nach, oder der Meinung der meisten Theisten so, ein allwissender, allmächtiger und omnipräsenter Gott, der sozusagen der Sender sein muss, da wir ja wissen, ohne Sender keine Information. Stefan, du hast das Mikrofon. Oh, wow. Also du hast es ja schon zum zweiten Mal. Weißt du, was ein Strohmann ist? Ein Strohmann ist, wenn du das gegnerische Argument benutzt, es verzerrst und falsch wiedergibst. Das, was du getan hast, meiner Meinung nach. Ein Strohmann ist, wenn ich ein Argument beantworte, was überhaupt nicht vorgetragen wurde und das ursprüngliche Argument überhaupt nicht berühre. Das ist ein Strohmann. Das hat also nichts mit Verzerren, sondern ich kümmere mich nicht um das ursprüngliche Argument, sondern mache ein eigenes auf, nämlich eben diesen Strohmann, den ich dann adressiere. Das heißt also, das ist dann ein Strohmann. Das heißt also, ich habe nichts dergleichen gemacht. Das Zweite ist, du sagst jetzt, du hast jetzt so viele Sachen da reingeschmissen, Wahnsinn. Das heißt, du sagst, wir haben jetzt Informationen. Ich weiß jetzt nicht, warum du da Informationen jetzt damit reinbringst. Das Zweite, dass du sagst, die DNA weiß etwas, wie etwas herzustellen ist. Das stimmt auch nicht. Und dann sagst du, es muss, wenn Information da ist, muss es einen Sender geben. Nein, muss es nicht. Und dann sagst du, okay, und dieser Sender muss dann auch noch allmächtig, allwissend und bla 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 sein. Woher nimmst du das alles? Bin ich dran? Ja. Okay, wir haben sozusagen jetzt als Gegenargumentation von Stefan Kees gehört, kann nicht sein, stimmt nicht. Ist eine Behauptung, aber keine begründete Argumentation. Ich habe gerade jetzt... Lennox, bitte missrepräsentiere mich nicht. Ich habe eine Frage gestellt. Ich habe dich gefragt, wo du das hältst. Ich habe keine Behauptung aufgestellt. Ich habe nur wiederholt, was du gesagt hast. Du hast ja gesagt, Informationen benötigen keinen Sender. Das war die erste Prämisse, die du also behauptet hast, weil das Informationstheoriemodell oder das besagt ja, Information braucht einen Sender, damit ein Empfänger diese empfangen kann. Woher ich das habe, habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Das Harvard Wyss Institut hat herausgekriegt, ein Gramm DNA hat eine Speicherkapazität von 700 Terabyte. Darauf bist du leider nicht eingegangen. Wenn du behauptest, dass Information keinen Sender benötigt, dann bist du jetzt in der Pflicht zu erklären, wie Information ohne einen Sender entstehen kann. Du hast das Mikro. Okay. Ich gehe nicht auf irgendetwas ein, von was Harvard gesagt hat. Wie soll ich das tun? Wie soll ich darauf eingehen? Ich sitze hier, ich kann jetzt nicht alle Enzyklopädien und so weiter durchsuchen und gucken, hat Harvard das tatsächlich gemacht? Du hast eine Behauptung aufgestellt. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Ich habe keinen Grund, da jetzt irgendwas anzuzweifeln. Nur was du machst, ist, du missbrauchst jetzt das Wort Information. Das heißt also, wenn ich irgendetwas habe, was ich als Information deute, dann ist nicht unbedingt ein Sender dafür verantwortlich oder nötig. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel die Konstellation der Sterne nehme, dann ist das Information. Und diese Information kann mich zum Beispiel durch die Wüste oder über einen Ozean geleiten. Diese Information beziehe ich aus den Sternen, aber es gibt keinen Sender für diese Information. Verstehst du das? Bist du fertig?
Okay. Was du gerade mit den Sternen behauptet hast, ist keine Information. Wir wissen aus den fünf Ebenen der Informatik, dass Informationen aus Statistik, Syntax, Semantik, Grammatik, Pragmatik und Aprobetik besteht. Für vier von diesen fünf Ebenen ist Intelligenz erforderlich. Sterne sind also keine Information. Wir müssten da schon, wenn wir von Information sprechen, haben wir hier eine wissenschaftliche Definition, die du in deinem Beispiel leider nicht berücksichtigt hast. Stefan, du hast... Jetzt passiert genau das, was ich vorher gesagt habe. Unverstandene Zitate und einfach nur Behauptungen, Behauptungen, Behauptungen. Pass auf. Wenn ich zwei Sterne sehe, die in einem Zusammenhang bringe und sage, wenn diese zwei Sterne übereinstimmen, dann bewege ich mich in Richtung Norden. Habe ich jetzt aus diesen Sternen eine Information gewonnen? Ja oder nein? Nein, hast du nicht. Weil du dich nicht an die fünf Ebenen der Informatik, wie gesagt, wenn wir über Informationen reden, brauchen wir eine genaue Definition. Sonst kommen wir in den Bereich der Spekulation, was du gerade gemacht hast. Was du gerade sagst, ist deine subjektive Wahrnehmung und deine Interpretation dieser Sterne. Wenn wir aber von universellen Informationen sprechen wollen, also Informationen, die eine universelle Gültigkeit haben, ohne subjektive Interpretation, dann müssen wir eine wissenschaftlich festgelegte Definition benutzen. Und die habe ich dir gerade eben vorgetragen. Nö, was du informiert hast, was du gerade gemacht hast, ist einfach nur eine Definition irgendwo aus der Informatik. Das ist doch keine generelle Definition von Information. Also, ja, bitte? Ich wollte nur sagen, du bist dran, Lennox. Auch hier wieder keine Gegenargumentation von Stefan. Ich habe eine wissenschaftlich festgelegte Definition benutzt, und zwar Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik und Aprobetik. Die meisten Informatiker, das ist halt nun mal einfach der wissenschaftliche Zweig, der sich mit Informationen beschäftigt, hat diese Definition festgelegt, und mit der werde ich ja halt dann auch bleiben, wenn wir über wissenschaftliche Themen diskutieren möchten. Wir brauchen einfach eine Definition von Information. Ansonsten kann man ja rein interpretieren in den Begriff Information, was man möchte. Und so kommen wir nicht weiter. Also irgendwie reden wir einander vorbei. Du bringst jetzt alle Möglichkeiten. Jetzt pass mal auf. Jetzt mache ich mal was Folgendes. Ich sage mal jetzt Definition Information. Und dann gucke ich jetzt einfach mal, was hier rauskommt. Ob da jetzt rauskommt, dieses, was du jetzt gerade gesagt hast, was da rauskommt. Information and process organized structural data. It provides context for data and enables decision making, for example, single customer. Also völlig was anderes. Was völlig anderes. Hat damit, was du gesagt hast, überhaupt nichts zu tun. Null. Okay, du hast jetzt auf Englisch da irgendwas zitiert. Jeder kann gerne nochmal. Ich mach's aber. Information kann bewusst als Nachricht oder Botschaft von einem Sender an einen Empfänger übermittelt oder auch unbewusst transportiert werden und durch die Wahrnehmung in Form und Eigenschaft eines Objektes auffallen. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Information erhält ihren Wert durch die Interpretation, also das persönliche Interpretieren des Gesamtgeschehens auf verschiedenen Ebenen durch den Empfänger der Information. Sender oder Empfänger können nicht nur Personen, Menschen, sondern auch Tiere oder künstliche Systeme wie Maschinen oder Computerprogramme sein. So. Du spielst gerade auf die Definition von Shannon an. Und zwar spielt sie sich. Ich spiele nichts an. Ich spiele nichts an. Ich habe vorgelesen. Ich habe nichts angespielt. Ja, zunächst mal hast du ja keine Definition, sondern du hast einfach einen Bericht vorgelesen, und es gibt die Definition von Shannon. Das ist eine Informationstheorie nach Shannon, so heißt der Gründer dieser Informationstheorie, und die bewegt sich ausschließlich auf der ersten, und zwar der statistischen Ebene. Das heißt, ein PC ist in der, also der tote Materie im Endeffekt, ist in der Lage, ein Codesystem selbstständig zu erstellen. Der PC ist aber wiederum das Produkt eines intelligenten Schöpfers. Du hast dich auch gerade, ich glaube, weiß nicht, ob du es bemerkt hast, du hast dich gerade mit deinem Zitat selbst widerlegt, denn das Zitat impliziert einen Sender. Davor hast du aber gesagt, Information ist ohne einen Sender möglich. Du hast das Mikro. Okay.
Das Problem ist hier, wir reden von einer Zelle und du redest vom Computer. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Du bist in der Informatik, ich bin in der Biologie. Wir reden von der Biologie, nicht von Informatik. Das heißt, du kannst nicht eine Definition, die in der Informatik benutzt wird, auf die Biologie einfach so anwenden. So, das nächste ist, was ich gesagt habe, ist, dass hier in der Definition Information kann bewusst als Nachricht oder Botschaft von einem Sender an einen Empfänger übermittelt oder unbewusst transportiert werden. Oder es ist einfach nur eine Wahrnehmung von Form und Eigenschaft eines Objektes. Und das ist das Beispiel, was ich gebracht habe. Das heißt also, du musst hier differenzieren. Das heißt also, wenn ich eine Information interpretiere, indem ich die Position von zwei Sternen, dann ist das eine Information, die ich mir selber herausziehe aus den Gegebenheiten der Natur, die aber keinen Sender hat. Bist du fertig? Ja. Okay, also du hast ja gesagt, das ist basiert bei mir nur auf Informatik. Das ist falsch. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist in der DNA. Die DNA ist gehört zur Anatomie oder zur Chemie des Menschen und die hat ja nichts mit Informatik zu tun. Und da wurden eine Speicherkapazität von 700 Terabyte gefunden. Ich wiederhole es auch gerne nochmal, informationsgesteuert sind halt auch als Beispiel der menschliche Embryo. Die Zellen haben die Informationen durch die Hox-Gene, die sie dann so positionieren und die sich dann so entwickeln, dass jede Zelle genau weiß, ich entwickle mich zu einem Auge, ich entwickle mich zu einer Hand etc. Körpersubstanzen haben dann auch Informationen, wie zum Beispiel Thrombozyten, die Information und die Aufgabe haben, die Blutung zu stoppen. Wir sehen also, jede Zelle und jede Substanz im Körper hat eine Aufgabe. Ohne diese Aufgabe würde oder ohne diese Informationen würde jetzt ein menschlicher Embryo sich entwickeln einfach willkürlich mit drei Hände oder vier Köpfe. Das sehen wir aber nicht. Wir sehen, dass jedes Mal mit ganz geringem Ausmaß, wie zum Beispiel einer Fehlgeburt oder irgendwelchen Fehlbildungen, dass der Mensch sich jedes Mal genauso entwickelt, wie die Erbinformation oder die DNA das vorgibt. So, jetzt hätte ich gerne von dir, wie schon gesagt, die Antwort auf meine Frage, woher kommt denn die Information? Also die Urzelle, die erste Urzelle, die aus dieser angeblich hypothetischen Ursuppe entstanden ist, die muss ja Informationen bekommen haben, damit sie sich reproduzieren kann oder damit sie sich weiterentwickeln kann. Woher kommen diese Informationen, wenn es keinen Sender gibt? Ja, du sagst, das muss so sein. Nee, ist es nicht. Aber du hast am Anfang was gesagt, das hat mich ein bisschen verblüfft. Du hast von Hox-Genen gesprochen. Was heißt Hox-Gene? Die Hox-Gene sind sozusagen die der Verteiler das ist ein bisschen blöd ausgedrückt. Die positionieren sozusagen die Zellen, damit jede Zelle weiß, wie sie sich zu entwickeln hat. Also weiß ich jetzt, zu welcher Gruppe von Genen die gehören? Das weiß ich nicht, nein. Was das Ganze heißt? Müsste ich jetzt spekulieren, das weiß ich nicht genau, nein. Das heißt, du hast das irgendwo rausgezogen aus irgendeinem Kreationistenblatt und sagst jetzt hier so und so ist das. Das heißt, du verstehst es nicht, du bist kein Biologe, du bist kein Arzt, du bist niemand, der das wirklich weiß, wovon er hier redet. Sehe ich das jetzt richtig? Also ich sehe, dass du gerade in eine Gegenfrage flüchtest und keine Antwort hast. Das ist, was ich gerade sehe. Mache ich schon. Ich versuche nur zu etablieren, worüber wir hier reden, auf was für einer Ebene wir hier sind. Du bist kein Biologe, ist das richtig? Das tut nichts zur Sache. Ich bin Christ und es geht hier nicht um Biologie, sondern es geht darum, ob das Leben, der Ursprung des Lebens einen intelligenten Schöpfer hat oder nicht. Ob ich jetzt Biologe bin, Zahnarzt oder Gärtner, das tut hier gar nichts zur Sache. Doch, du schmeißt hier mit Ausdrücken um dich, du hast aber keine Ahnung, was die sind. Das ist das Problem. Aber jetzt pass auf, wir lassen das jetzt einfach. Wir lassen das jetzt einfach so stehen. Ich habe nämlich keine Lust, mich jetzt hier auf Wortschlachten einzulassen, wie viel Terabyte und bla 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 bla. Ich schenke dir das alles. Ich sage, okay, gut,
Machen wir so. Es muss irgendwo die Information hergekommen sein. Es muss irgendwie einen Sender gegeben haben, einen Empfänger, und die Gene werden programmiert, und das ist alles über Terabyte von Informationen geschehen, und die sind alle vorprogrammiert, und deswegen weiß die Zelle genau, die muss jetzt den Fingernagel vom kleinen Finger machen. Geschenkt. Wo kommt's her? Lennox, du bist dran, glaube ich. So, da ich ja, wie du schon sagst, kein Biologe bin, möchte ich hier ein Zitat anbringen, und zwar von Bio- und Physikchemiker Professor Dr. Manfred Eigen, Nobelpreisträger für Chemie und ebenfalls Atheist. Und der sagt: Wie können anorganische Moleküle biologische Informationen bekommen und weitergeben, damit eine Urzelle entstehen kann? An und für sich ein unlösbares Problem. Zitat Professor Dr. Klaus Dose, Evolutionswissenschaftler und Leiter der ISSOL. Der sagt, kleinen Moment, genau, bitte nicht unterbrechen, Stefan, ich habe dich auch aussprechen lassen. Louis Pasteur machte 1864 an der Sorbonne in einem historischen Vortrag über die Ablehnung der Doktrine der spontanen Generation Entstehung lebender Zellen die Aussage, dass sich diese Doktrin niemals von dem tödlichen Schlag erholen würde, den sie durch seine Experimente erhalten hätte. Analog mag die Mainzer Tagung historische Bedeutung erhalten, weil wir hier erstmals von mehreren Wissenschaftlern widerspruchslos festgestellt wurde, dass alle Thesen zur Evolution lebender Systeme aus spontan entstehender Polynukleotide ohne experimentelle Grundlage sind. Jetzt hast du zwei führende Wissenschaftler, die dich sozusagen widerlegen und bestätigen, dass es, wie Dr. Manfred Eigen sagt, dass es ein unlösbares Problem ist, dass Moleküle ohne biologische Informationen, die zu erhalten oder weiterzugeben, keine Urzelle entstehen können. Jetzt hast du Ärzte, Stefan Kiss, dein Partner. Okay, und jetzt? Lennox, ich glaube, Stefan hat dir eine Frage gestellt, wo er wohl direkt jetzt eine Antwort drauf möchte. Weil er fragte, und jetzt? Lennox, bist du da? Hallo? Hallo? Hast du gehört, was Stefan gesagt hat? Ich habe gehört, was er gesagt hat, ja. Also er hat gefragt, und jetzt? Genau. Ja, also und jetzt sieht man zunächst mal, dass du wieder in eine Gegenfrage flüchtest und keine Argumentation hast. Wir haben jetzt hier Evolutionswissenschaftler und Nobelpreisträger von Chemie, die beide sagen, dass die Abiogenese oder die chemische Evolution nicht möglich sind, dass es reine Hypothesen sind. Das hast du aber am Anfang der Debatte ja selbst zugegeben, dass es Modelle gibt und du dich da nicht festlegen möchtest. Wie ich aus dem Zitat von Dr. Manfred Eigen schon vorgetragen habe, geht es darum um biologische Informationen. Du hast uns leider jetzt immer noch nicht gesagt, woher diese Informationen kommen. Also ich sage ja, sie kommen von einem intelligenten Sender, weil Informationen nun mal nach dem Informationsmodell einen Sender und einen Empfänger brauchen. Und jetzt würde ich dich darum nochmal bitten, uns zu sagen, woher die Informationen kommen. Also der Ursprung der Urinformation für die Urzelle. Habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und jetzt? Wenn du sagst, du weißt es nicht, dann kannst du oder bist du gar nicht mehr in der Position, einen Schöpfergott auszuschließen, und damit hast du deine atheistische Position aufgegeben. Es gibt erstens mal keine atheistische Position und zweitens mal kann ich ja nichts aufgeben, weil nach wie vor ich keinen guten Grund sehe, an Götter zu glauben. Du bist derjenige, der sagt, jawohl, gibt es, okay, dann bitte, dann mach. Die atheistische Position ist das Ablehnen oder die Ablehnung von Göttern oder einem Gott. Die hast du ja gerade sozusagen indirekt aufgegeben, weil du ja gesagt hast, du schließt erstens mal keine Götter aus und
du hast auch keine Alternative für einen intelligenten Schöpfer, der den Sender für die biologischen Informationen darstellt. Das ist keine atheistische Position, habe ich gerade gesagt. Warum du das einfach so stur wiederholst, weiß ich nicht. Zweitens mal, wenn ich einen Gott ablehne, ist das der Antitheismus und nicht der Atheist, sondern es ist dann ein Antitheist. Und das Dritte ist, nein, ich muss es gar nicht. Ich muss keine Argumente bringen. Du machst die Behauptungen, du bringst die Argumente. Ich sage nur, ich weiß es nicht, ich habe keine Fakten. Das habe ich ganz klar gesagt am Anfang. Du sagst, du weißt es. Okay, dann zeig's uns. Wenn du sagst, du weißt es nicht, warum schließt du dann einen Schöpfergott aus? Oder warum sagst du, es gibt keinen vernünftigen Grund, an einen Schöpfergott zu glauben, wenn du doch selber gerade bestätigst, dass du es doch selber gar nicht weißt? Du hast ja gar keine Alternative oder ein Gegenargument dazu. Erstes Mal schließe ich das nicht aus, habe ich, ich weiß nicht, 50 Mal gesagt bisher. Und zweitens mal, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, ist keine Argumentation. Das ist zunächst mal eine Behauptung, die du sagst. Und ich denke mal, auch Atheisten, die diese Debatte verfolgen, werden da, glaube ich, unzufrieden sein. Also brauche ich nicht, ist... Weiß ich nicht. Also ich möchte da nicht zu nahe treten, aber das ist schon eine sehr simple, ja, also Argumentation kann man es schon gar nicht mehr nennen. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt, also was ich dazu jetzt noch sagen soll. Brauche ich nicht, ist nichts. Ist nun lediglich eine Behauptung. Nein, es ist keine Behauptung. Du sagst, ich soll ein Gegenargument bringen. Bring mir ein Argument. Habe ich die ganze Zeit getan. Also, nein, du hast Behauptungen aufgestellt. Du hast gesagt, es gibt Terabyte und deswegen wissen wir, es gibt einen Gott. Das ist eine Behauptung. Bitte formuliere ein Argument. Okay. Ich mache mal mit dir oder mit uns allen hier ein kleines Gedankenexperiment. Wir haben ein Handy mit der Software. Ja? Wir löschen die komplette... Ja, du kannst gerne lachen. Wir löschen die komplette Software vom Handy. Ich habe da schon 20.000 Mal gehört, es kommt über das Telefon. Ich weiß nicht, warum. Okay, ja, ist so kein Thema. Stefan, lass ihn aber mal ausreden. Wir nehmen das Handy und löschen die komplette Software. So, wir legen dieses Handy auf eine hochsensible Waage, Stefan. Wenn wir jetzt die komplette Software löschen, wird das Handy schwerer oder wird es leichter? Oder bleibt das Gewicht gleich? Habe ich noch nie probiert, weiß ich nicht. Ich denke, jeder, der logisch denken kann, weiß, dass das Handy gleich schwer bleibt, weil Software kein Gewicht hat. Software ist eine immaterielle Einheit. Software. So. Genauso ist es mit den Informationen beim Menschen. Wir wissen, ich wiederhole es gerne nochmal, das Harvard Research Institute hat herausgekriegt, wir haben eine Speicherkapazität von 700 Terabyte. So, jetzt die Frage nochmal an dich. Informationen, woher ist der Ursprung? Wir wissen von Dr. Manfred Eigen, dass es biologische Informationen gibt. Woher kommen die? Ich weiß es nicht. Und jetzt? Lennox, er hat schon geahnt. Ich glaube, manchmal hörst du seine Antworten nicht so richtig. Stefan hat gesagt, ich weiß es nicht und jetzt... Ich habe es gehört, nur ich habe dann mal ein bisschen Problem mit dem Mute-Knopf, aber ist er wurscht. Also ich, okay. Auch wenn ich jetzt nicht gleich antworte, dann tut es mir leid, da hängt es ab und zu ein bisschen. Das weiß ich doch genau. So. Ja, also wie ich schon gesagt habe, Informationen sind immer das Ergebnis oder das Resultat eines intellektuellen, intelligenten Prozesses. Wir können nicht einfach davon ausgehen, dass jetzt zum Beispiel die menschliche Sprache, die ja auch eine Aneinanderreihung von Buchstaben, die dann eine Sprache ergibt wie Deutsch, Französisch, dass die dann von dem Stein gesprochen wird oder von Sand, von toter Materie, ohne Willen, ohne Intelligenz, ohne Bewusstsein, sondern Information stammt immer. Es gibt kein, du wirst mir kein Beispiel nennen, wo Information ohne einen Sender, also ein Codesystem oder eine Information in Form von einer Sprache von Sternen ausgeht. Das gibt's nicht. Das ist Blödsinn. Und daher impliziert das... Hast du jetzt ein Argument?
Ich denke, jeder hört mein Argument. Du kannst jetzt noch öfter wiederholen, dass ich keine Argumentation bringe oder halt dann flüchten, den brauche ich nicht oder und jetzt. Aber im Endeffekt, sage ich dir ganz ehrlich, lässt es kein gutes Bild von dir hier übrig. Okay. Was ist dein Argument? Du sagst immer nur, es gibt nur das nicht, es gibt das nicht. Aber was ist dein Argument? Mein Argument ist, wie ich schon gesagt habe, Information braucht einen Sender und die erste angeblich hypothetische Zelle, die ja laut Dr. Manfred Eigen, Nobelpreisträger für Chemie, biologische Information erhalten und weitergeben muss, um sich zu reproduzieren und zu entwickeln, braucht einen Sender und dieser muss Gott sein. Da es am Anfang der Entstehung des Lebens ja keine Intelligenz gab. Das Leben war ja sozusagen noch nicht entstanden. Wir waren am Anfang. Es gab keine Intelligenz, aber die Information muss irgendwo herkommen. Die Urzelle muss irgendwoher die Information erhalten haben. Und woher hat sie die? So, das ist jetzt deine Behauptung. Hast du jetzt ein Argument oder machst du einfach nur weiter Behauptungen? Weil wenn du kein Argument hast, dann können wir das auch lassen, dann gehen wir weiter. Aber bis jetzt habe ich noch kein Argument gehört, sondern nur Behauptungen. Wenn du ein Argument hast, dann bring es bitte vor oder sag, ich habe kein Argument, ich habe nur Behauptungen. Das sind keine Behauptungen. Also ich werde bestätigt von Dr. Manfred Eigen, von Professor Klaus Dose, vom Harvard-Wyss-Institut. Das Einzige, was du halt machst, ist, eine klare Argumentation in Frage zu stellen. Und Lennox, hör doch mal auf. Oh Gott, du sagst immer dasselbe. Hast du ein Argument, ja oder nein? Ja, und das hast du gerade mehrmals gehört. Was ein Argument ist? Fragen wir es so rum. Weißt du, was ein Argument ist? Also ich weiß, dass du keine hast. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht auf dieses polemische Niveau herunterlassen, sondern ich möchte gern sachlich diesen Punkt mit dir ausdiskutieren. Ja, also das tust du ja nicht. Ich frage mich jetzt, hast du ein Argument? Und du sagst immer nur das Gleiche. Ja, der Typ hat das und das gesagt und das müssen Gott gewesen sein. So, aber ich verstehe dein Argument nicht. Also ich bin der Meinung, es bringt nichts, wenn wir uns oder wenn wir lachen oder irgendwie in die Polemik verfallen. Das nimmt, finde ich, der Diskussion auch ein bisschen die Klasse. Ich habe ganz klar gesagt, es gab am Anfang Informationen. Ich werde da bestätigt von Dr. Manfred Eigen. Der hat ja den Nobelpreis für Chemie bekommen, den hat er Spaß bekommen. Das Harvard-Wyss-Institut sagt, wir haben eine Speicherkapazität von Informationen. Also die Argumentation ist, es bestehen Informationen. Von verschiedenen Quellen werde ich darin bestätigt. Informationen brauchen einen Sender. Das konntest du bis jetzt nicht widerlegen. So, die Prämisse ist, wenn es Informationen gibt, die von mehreren Quellen jetzt bestätigt wurden, woher kommt diese Information? Wir wissen, sie braucht einen Absender. Ich sage, es ist Gott der Allmächtige, gelobt und gepriesen ist sein heiliger Name. Du hast bis jetzt keine Gegenargumentation gefunden, sondern flüchtest in Fragen wie und jetzt oder brauche ich nicht. Dein Meinungsstoff. Sorry, bist du fertig? Ja, ich habe noch kein Argument gehört, deswegen kann ich auch kein Gegenargument bringen. Das heißt also, du sagst, dass irgendeiner einen Nobelpreis bekommen hat. Hat der einen Nobelpreis bekommen für die Entdeckung des Ursprungs des Lebens? Er hat einen Nobelpreis für in Chemie bekommen. Das reicht ja. Also er ist auf jeden Fall qualifizierter als du. Und ich, okay, natürlich. Das ist auch wieder eine Behauptung. Aber wenn er doch nichts irgendwie in Richtung Ursprung des Lebens erforscht hat, wieso ist das dann relevant, was er gesagt hat? Ich zitiere ihn gerne nochmal. Wie können anorganische Moleküle biologische Informationen bekommen und weitergeben, damit eine Urzelle entstehen kann. An und für sich ein unlösbares Problem. Er sagt okay, sozusagen. Er versteht etwas nicht. Das heißt also, wir haben einen Nobelpreisträger, der etwas nicht versteht. Was ist jetzt daran relevant? Was ist dein Argument, das du daraus ziehst? Ist dein einziges Argument, der versteht es nicht, also kann es nicht sein? Wieder eine Missinterpretation von dir? Dr. Manfred Eigen sagt ganz klar, es ist unmöglich, dass ein Molekül ohne die biologischen Informationen zu erhalten und weiterzugeben eine Urzelle erzeugen kann. So. Okay, gut, es ist unmöglich. Es ist völlig unmöglich. So, und was machen wir jetzt damit?
Jetzt müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, woher kommen die Informationen, die die anorganischen Moleküle erhalten und weitergeben, damit überhaupt erst eine Urzelle möglich ist? Alhamdulillah, jetzt sind wir da. So, und jetzt sag uns das. Gott der Allmächtige, gelobt und gepriesen ist sein heiliger Name. War das deine Antwort? Das ist meine Antwort. Moment, ich habe dich gefragt, wo die Information herkommt und du sagst Gott. Gott der Allmächtige, richtig. Geheiligt sei dein Name. Okay, das ist dein Argument oder was? Das nennst du ein Argument oder was ist denn das jetzt für dich? Das ist eine Tatsache. Tatsache. Okay. Kannst du diese Tatsache durch irgendetwas belegen? Moment, hört man mich? Ja. Jetzt bist du wieder gemutet. Jetzt. Genau. Ja. Ich kann die gerne belegen. Und zwar wissen wir aus den Experimenten von Louis Pasteur und Dr. Francesco Redi, dass Leben nicht selbstständig aus unbelebter Materie und durch Zufall entstehen kann. Das allein schon wegen dem genetischen Bauplan, dass man braucht ein Lebewesen, um ein anderes Lebewesen zu produzieren. Daraus kommt dann auch das Naturgesetz Omne vivum ex vivo. Alles Lebendige kommt aus dem Lebendigen. Das impliziert, dass er die erste lebende Zelle braucht, sozusagen einen Erzeuger. Wir wissen auch, das hat Louis Pasteur festgestellt. Das habe ich auch vor, gerade der Evolutionstheoretiker Klaus Dose hat das auch nochmal bestätigt. Habe ich zitiert, kann ich gerne nochmal, wenn du das möchtest. Und wenn der Louis Pasteur das sagt, dann ist das auch so. Bis zum heutigen Tage hat ihn keiner widerlegt. Du das auch heißt nicht. Also, gibt es denn irgendwelche Belege für diese Behauptung, dass Gott existiert und dass das der Gott gewesen ist, der diese Zelle entwickelt hat? Es sind logische Prämisse, also wenn man logisch denkt und die empirischen Beweise benutzt, dann kommt man nur zu der Schlussfolgerung, dass es einen Schöpfergott, einen intelligenten Schöpfergott geben muss. Das ist, was wir beobachten. Außer wir stützen uns auf Hypothesen, dass es mal eine ganz, ganz andere Rahmenbedingungen der Umwelt gab und dass dann durch die Ursuppe und Einschläge von Blitzen, also völlig absurde Hypothesen, wenn wir dann uns darauf stützen wollen, was kein logisch denkender Mensch macht, kommen wir nur zur Schlussfolgerung, dass es einen intelligenten Schöpfergott geben muss. Also das ist genau das, was ich in meiner Einleitung gesagt habe. Es kommen Behauptungen, dann kommen Zweifel, dann kommen unverstandene Zitate und dann Simsalabim. Das ist genau, was ich vorher gesagt habe. Alles, was du bisher gesagt hast, ist der Louis Pasteur. Der hat das gesagt. Und deswegen ist es so. Jetzt habe ich dich gefragt, hast du irgendwelche Belege dafür, dass das, was Louis Pasteur gesagt hat, auch tatsächlich der Fall ist? Nicht nur die Behauptung von dir, dass weil der Louis Pasteur das gesagt hat, muss das ein Gott gewesen sein, nicht nur irgendeiner, sondern sogar deiner. Hast du da irgendwelche Belege für? Also nicht nur Louis Pasteur, sondern auch Dr. Francesco Redi. Ja, und dann muss das stimmen. Dann muss das stimmen. Dann war das ein Gott. Okay. Wenn der das gesagt hat, dann, hör mal, Lennox, jetzt verarsch mich nicht. Kannst du mir irgendwelche Belege geben? Torge, ist das der richtige Name? Der Moderator? Ja, Torge, ja. Torge, kannst du bitte dafür sorgen, dass Stefan Kees mich nicht unterbricht? Ich finde das ein bisschen unangenehm. Ich mute dann auch und frage ja dann jedes Mal, ob er fertig ist. Deswegen, ich möchte bitte nicht unterbrochen werden. Ja, ich glaube das schon für. Er hatte jetzt nur einmal kurz was angeführt. Wenn er jetzt dauerhaft weitergesprochen hätte, hätte ich auch gesagt, unterbreche ihn. Ich hatte ja auch einmal, als du da was mit dem Handy machen, also dieses Beispiel machen wolltest, habe ich ihm ja auch gesagt, nicht unterbrechen. Also wie gesagt, jeder nacheinander. Also nicht hier, ne, Spielregel ist, man unterbricht sich nicht gegenseitig ständig. Genau, danke. Also nicht nur Louis Pasteur, sondern auch Dr. Francesco Redi. Die haben mit ihren Experimenten bewiesen, das ist ein Naturgesetz, das bis heute nicht widerlegt werden konnte, dass Leben von Lebendigen erzeugt wird. Also jedes Lebewesen wird von einem anderen Lebewesen reproduziert. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das
wenn das Fakt ist, was wir sehen, das sind ja empirische Beweise, da muss ja automatisch die erste Zelle, sozusagen der angebliche Ursprung des Lebens, muss ja die Information erhalten haben, um sich zu reproduzieren. Wir wissen jetzt aber aus den Experimenten von Louis Pasteur und Dr. Francesco Redi, dass diese Informationen zur Reproduktion von einem anderen Lebewesen kommen müssen. Es gibt keine Ausnahme. Also wir haben noch nie gesehen, dass sich ein Lebewesen einfach aus toter Materie selbst entwickelt hat. Oder aus, sagen wir mal, aus dem Nichts einfach so entstanden ist. Gibt es nicht. Die logische Schlussfolge und Prämisse ist, dass die Informationen zur Reproduktion von einem Sender kommen müssen, Gott der Allmächtige. Wenn jetzt Stefan Kees sagt, es ist Blödsinn oder es sind nur Behauptungen, dann muss er in der Lage sein, uns zu beweisen, woher die Zelle die Information zur Reproduktion haben. Wir wissen, wie gesagt, aus Experimenten und empirischen Beweisen, omne vivum ex vivo, ein Naturgesetz, alles Lebendige kommt vom Leben oder von Lebendigen. Stefan, du hast... Also, nein, 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 nochmal nein. Ist der Francesco Dingeskirchen, das ist ein Mensch, Menschen können sich irren. Kann es sein, dass der Francesco, der gute Francesco, da irgendwo sich geirrt hat? Ist das möglich, theoretisch? Nein. Weder Francesco Redi, Dr. Francesco Redi, noch Louis Pasteur wurden bis zum heutigen Tage widerlegt. Also die Ergebnisse ihrer Experimente sind bis zum heutigen Tage nicht widerlegt worden. Okay. Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Meine Frage ist, das sind Menschen. Menschen können sich irren. Kann es sein, dass diese Menschen sich geirrt haben? Nein. Okay. Das heißt also, die haben unwiderlegbar festgestellt, es kann nicht sein, dass eine Zelle sich auf natürlichem Wege bildet. Es muss immer vorher ein Leben da gewesen sein. Wo dieses erste Leben jetzt herkommt, das interessiert mich jetzt. Als Theist und als Gläubiger einer monotheistischen Religion sage ich, und das ist eine logische Prämisse, wenn man die ganzen Beweise und Ergebnisse der Experimente sieht, dass ein Schöpfer das erste Leben erschaffen hat und das ist Gott der Allmächtige. Okay, kann das jetzt auch Manitou oder Wotan gewesen sein? Ich empfinde die Frage jetzt als Polemik und gehe darauf jetzt nicht ein. Kannst du belegen, dass es ein bestimmter Gott war? Ja, Lennox hat gerade... Ja. Jetzt ist er wieder da. Jetzt, die Frage ist zunächst mal für die Debatte nicht relevant. Die Frage ist, gibt es einen Schöpfergott? Und wenn wir diese Frage geklärt haben, ob es überhaupt einen Schöpfergott gibt, dann kann man weiter diskutieren, welcher der von den monotheistischen oder allgemein von den Religionen der richtige ist. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Doch, das ist das Thema, weil du gesagt hast, es muss ein Gott gewesen sein. Aber du kannst ja nicht einfach so einfach sagen, ja, irgendein Schöpfergott hat das gemacht. Das reicht mir nicht, tut mir leid. Also so oberflächlich bin ich nicht, sondern dann will ich auch wissen, was genau dahinter steckt, weil du sagst, es war einfach ein Gott. Ja, Gott, was soll ich damit anfangen? Es gibt keinen guten Grund zu glauben, dass es Götter gibt. Du sagst, doch, gibt es, weil es muss ja einer diese Information zur Verfügung gestellt haben, okay? Jetzt will ich wissen, welcher Gott das war und wie ist diese Information zustande gekommen? Ich habe den Verdacht, dass du versuchst, einen Nebenschauplatz aufzubauen und jetzt zu sagen, ja, welcher Gott, wie gesagt, das ist nicht die Thematik, darauf werde ich auch nicht eingehen. Ich sage, ein Schöpfergott und woher die Information kommt, die kommt aus den Attributen seiner Allmacht und seiner Allwissenheit. Und wo hast du diese Attribute her? Die hat uns Gott in den Heiligen Schriften offenbart. In welcher der vielen heiligen Schriften? In der Bhagavad Gita oder im Koran oder in welcher der heiligen Schriften? Da gibt es ganz viele.
Du formulierst jetzt einfach nur die Frage um, von welchem Gott in welche Schriften. Das ist nicht das Thema. Thema ist, gibt es einen Schöpfergott oder gibt es ihn nicht? Ist der Ursprung des Lebens ein Schöpfer oder nicht? Okay, ich folge nur deiner Argumentationslinie. Du hast gesagt, es muss ein Gott sein. Warum? Ja, weil ein Gott diese und diese Attribute hat. Da habe ich gefragt, wo kommen die Attribute her? Das hast du gesagt, aus den Heiligen Schriften. Ich habe das nicht hochgebracht. Du hast das aufgebracht. Und jetzt möchte ich gerne wissen, welche Heiligen Schriften sagen uns, das war ein Gott und dieser Gott hat die Informationen bereitgestellt, hier auf der Erde vor 4 Milliarden Jahren, dass hier die erste Zelle entstanden ist. Also ich kenne keine Religion. Ja gut, der Buddhismus kennt keine Gottheit, soweit ich weiß, aber jede andere Religion, also die abrahamitischen Religionen, der Hinduismus, die Sikh, also Rastafari, egal welche, gehen von dem allwissenden Gott aus. Wäre er nicht allwissend, dann wäre er kein Gott. Also war das eine Gemeinschaftsproduktion aller Götter, die uns bekannt sind, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, gibt es einen Schöpfer für den Ursprung des Lebens oder gibt es den nicht? Ob es jetzt einer war, ob es 20 waren, selbst wenn es 20 waren, widerlegt es deine Argumente oder deine Position, dass es keinen gibt. Es spielt jetzt erstmal keine Rolle, ob es einer ist oder wie viele, sondern ob es einen Schöpfer gibt. Ich versuche von dir die Information zu bekommen, worum es hier eigentlich geht. Du gibst jetzt hier so dieses, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, Simsalabim. Du sagst jetzt, es gibt jetzt einen Gott. Ich kenne aber keinen Gott. Mir hat sich noch nie ein Gott vorgestellt. Jetzt sagst du, wir haben aber nur Attribute. Wir haben keinen Gott, wir haben nur Attribute für einen Gott. Und wo kommen die Attribute her? Ja, aus einer heiligen Schrift. Ich weiß nicht, was eine heilige Schrift ist. Ich kenne nur Bücher, die Schriften haben oder Manuskripte oder Rollen oder weiß ich was. Es gibt Manuskripte, es gibt alles Mögliche. Aber ich weiß nicht, was ein heiliges Buch ist oder ein heiliges dieses oder jenes ist, wo irgendwas drinsteht über einen Gott, der in der Lage ist zu sagen, jawohl, hier sind die Informationen für die erste Zelle. Kenne ich nicht. Jetzt machst du aber das Fass auf und sagst, ja, aber es gibt diesen Gott, ohne zu belegen, dass es diesen Gott tatsächlich gibt. Sagst du, behauptest es einfach. Du sagst einfach, ja, es gibt diesen Gott. Und dann sagst du, ja, es gibt irgendwo einen Schriftsatz, wo drin steht, dieser Gott hat aber folgende Attribute. Aber das erklärt doch noch lange nicht, wie dieser Gott jetzt auf die Idee gekommen ist, hier auf der Erde vor 4 Milliarden Jahren eine Zelle zu entwickeln. Das müsstest du jetzt erklären. Also zunächst mal, die Schöpfung existiert. Ja? Die Schöpfung deutet auf den Schöpfer wie ein Gemälde. Nein, auf der Lennox. Lennox, bitte. Mach nicht so weit. Stefan, nicht unterbrechen. Lass ihn bitte mal ausreden. Ja, aber ich krieg das hinterher nicht mehr mit. Er redet jetzt eine halbe Stunde und ich krieg das, wenn das erste Wort schon falsch ist, was soll ich dann sagen? Ja, nein, lass ihn aber mal bitte ausreden. Alle nacheinander. Danke nochmal an den Moderator. Vielen Dank. Wie gesagt, also die Schöpfung existiert ja. Wir sehen ja, dass etwas existiert. Und weder ich noch du, Stefan, ist aus dem Nichts entstanden, sondern wir sind das Produkt einer Reproduktion von unseren Eltern. Und das geht zurück bis auf die Urzelle. So, die Urzelle, wir wissen, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, dass Lebewesen oder auch die Urzelle oder sei es Bakterien nicht einfach so aus dem Nichts entstehen, sondern reproduziert werden. So, jetzt ist die Schlussfolgerung, von der wir jetzt leider immer wieder ein bisschen abdriften, ist, dass der Ursprung ein Schöpfer ist. Er ist der Sender der Informationen. Er hat die Information gegeben, damit sich die Lebewesen reproduzieren und er hat sie erschaffen. Woher dieser Gott diese Information hat? Aus seiner Allwissenheit. Also wenn er jetzt die Information von jemand anderem bräuchte, dann wäre er nicht mehr allwissend. Warum hat er diese Information gegeben? Um Gemeinschaft mit der Schöpfung zu haben. So wie wir Menschen miteinander Gemeinschaft haben möchten, so möchte Gott auch mit seiner Schöpfung Gemeinschaft haben. Die gleiche Frage könnte man auch stellen, wieso erzeugt ein Mann und eine Frau also wie kommen die auf die Idee, ein Kind zu erzeugen? Ja, weil sie Gemeinschaft, weil sie eine Verbindung haben möchten und weil sie Gemeinschaft haben möchten mit ihrem Kind und mit der Familie. Stefan, dein
Ja, ich habe das jetzt alles nicht mitbekommen. Du hast am Anfang gesagt, die Schöpfung existiert. Quatsch, das ist völliger Blödsinn. Was heißt Schöpfung? Existierst du oder existierst du nicht? Ich existiere, ja. Das ist eine Prämisse, das ist ein Axiom, ja. Genau. Hast du dich selbst erzeugt oder wurdest du erzeugt? Weder noch, meine Eltern hatten Sex. Dann wurdest du erzeugt von deinen Eltern. So, wir können jetzt das ganze Spiel weiterspielen bis zur Urzelle. Deine Ureltern wurden von deinen Urureltern und so weiter. So, jetzt ist natürlich die Frage, woher hat die Urzelle die Information, um sich zu reproduzieren? Nein, Moment. Du schmeißt schon wieder alles weg. Ich rede von Schöpfung. Ich bin nicht erschaffen worden. Das ist das, woran ich mich störe. Du schmeißt hier einfach Begriffe rein, du schmuggelst die so rein und tust so, als ob das alles ganz klar ist. Nein, es gibt keine Schöpfung. Das musst du erst belegen, bevor du das sagst. Ich bin keine Schöpfung. Und trotzdem sagst du, jawohl, die Schöpfung existiert und das ist ein Fakt. Nein, die Schöpfung existiert nicht, es ist kein Fakt. Also musst du dir irgendwas anderes überlegen, wenn du eine Kette aufbaust von Sachen. Ich habe eine ganz andere Frage gestellt. Ich habe gefragt, wie kommt dieser Gott, was ist das für ein Ding, was die Information liefert, die erste Zelle zu bauen? Das ist meine Frage. Du sagst ja gerade, du wurdest nicht erschaffen. Also du bist sozusagen, du wurdest erzeugt. Meine Frage ist, ist der Geschlechtsakt deiner Eltern, ist es ein Schöpfungsakt? Oder Nein. Wie würdest du das beschreiben? Nein, es ist kein Schöpfungsakt. Sondern? Oh mein Gott, muss ich dir jetzt Sex erklären? Es gibt zwei Zellen, die fusionieren, die in Gameten hergestellt worden sind und deswegen dann eine Zygote herstellen, die sich dann als Blastozyte weiterentwickelt, sich einnistet und ist doch völlig egal. Es ist kein Akt der Schöpfung, es ist nicht erschaffen worden. Ein Akt der Schöpfung ist, wenn ich mich hinsetze und eine Vase erstelle aus Ton. Das ist, dann erschaffe ich etwas. Oder wenn ich Holz nehme und daraus einen Stuhl mache, dann erschaffe ich etwas. Ich bin nicht in einer Manufaktur erschaffen worden. Also du hast keine zwei intelligente Menschen oder keine... Sozusagen, du würdest jetzt sagen, deine Eltern, die dich gezeugt haben, waren nicht deine Schöpfer. Also sie haben dich nicht ins Leben gerufen, sondern du hast jetzt bis jetzt nicht definieren können, was da passieren sein soll. Du hast zwar den chemischen Prozess, wie beschreibst du diesen Prozess deiner Entstehung? Ich habe keinen chemischen Prozess in irgendeiner Form wiedergegeben. Ich habe einen biologischen Prozess beschrieben. Das hat aber nichts mit Schöpfung zu tun. Stefan, der chemische und biologische Prozess sind in einem kausalen Zusammenhang. Leben muss ja erstmal entstehen, damit es in biologische Form übergeht. Also, du hast aber meine Frage nicht beantwortet. Ich sage, deine Eltern haben dich erschaffen durch den Geschlechtsakt. Du sagst, es stimmt nicht. Du bist nicht erschaffen, sondern, und das ist die Frage. Ich bin entstanden durch den, ach Gott, guck mal, du schmeißt immer, wir sind schon wieder auf irgendeinem Abstellgleis. Warum kannst du nicht meine Frage beantworten? Anstatt zu sagen, die Schöpfung ist ein Fakt. Sag mir doch bitteschön, wie diese erste Zelle durch diesen Gott entstanden ist. Wie kommst du darauf, dass es ein Gott sein muss, einfach nur weil Information ist und weil du sagst, okay, Information braucht einen Sender. Ich habe dir das alles geschenkt. Jetzt sag mir doch bitte nur, wie du dann auf deinen Gott kommst. Okay, dann lassen wir das jetzt mal mit den Eltern beiseite, weil ich merke, du hast recht, wir kommen da nicht voran. Die Informationen, wie ich gesagt habe, brauchen einen intelligenten Absender. Zum Zeitpunkt der Abiogenese oder der chemischen Evolution, nennen sie, wie du es möchtest, gab es laut
atheistischer Position oder evolutionistischer Position keine Intelligenz. So. Ich sage, es muss ein Schöpfergott gewesen sein, weil Information immer der Prozess eines intellektuellen, intelligenten Prozesses ist. Ohne Intelligenz, ohne Bewusstsein, ohne Wille, ohne die Fähigkeit, eine Information zu kreieren oder zu kodieren, gibt es kein Leben. Also diese immateriellen Einheiten müssen vorhanden sein, um eine Information zu erzeugen. Die gab es laut Atheismus oder Evolutionisten nicht. Und daher ist halt meine Frage jetzt schon seit ungefähr einer Stunde, woher kommen diese Informationen? Und ich sage dir seit einer Stunde, ich weiß nicht, wo diese Informationen herkommen. Ich weiß es nicht, aber du sagst, du weißt es und ich versuche jetzt von dir rauszukriegen, wie du darauf kommst, dass es jetzt ein Gott ist. Und du sagst immer dasselbe, gibst aber keine Informationen raus, wie du darauf kommst. Ich habe dich gefragt, wie kommst du darauf, dass es ein Gott ist? Kann es irgendwas anderes gewesen sein? Warum muss es jetzt ein Gott gewesen sein? Es gibt doch 1000 Möglichkeiten, wie, Leben entstehen kann. Das kann aus Versehen sein, das kann einfach automatisch sein, das kann, weiß ich was alles sein. Und du sagst, nein, das kann nicht sein, es muss mein Schöpfergott sein. Und das möchte ich von dir belegt haben. Mehr ist das doch nicht. Das habe ich versucht, dir in der Analogie mit den Eltern zu erklären, dass du bist ja nicht automatisch oder durch Zufall entstanden, sondern du bist entstanden durch den, ich lasse jetzt mal bewusst das Wort Schöpfung weg, sondern durch die Zeugung zweier intelligenter Wesen, die Bewusstsein hatten, Intelligenz und den Wille, dich zu zeugen. Du bist nicht in irgendeinem Wald, in einer chemischen Suppe, entstanden durch Blitzeinschläge und durch irgendwelche Gasgemische, sondern du wurdest von zwei intelligenten Wesen erzeugt. Und wenn wir jetzt diese ganze Kette zurückgehen, bis zur Urzelle, die Informationen hat zur Reproduktion, damit wir beide jetzt überhaupt hier sitzen können und debattieren können, braucht diese Zelle diese Reproduktion. Jetzt fragst du, warum es unbedingt dieser Gott sein muss, weil die Attribute, die er hat, Allwissenheit, allmächtig und omnipotent, also oder allgegenwärtig, die Voraussetzungen sind, um diese Information weiterzugeben. Information habe ich, wie ich gesagt habe, braucht einen intelligenten Absender. Und ich denke, also du kannst mir gerne Alternative geben. Wenn du sagst, es war jetzt kein Schöpfergott, dann müsstest du aber auch eine Alternative bringen. Du sagst, du schließt ja keinen Schöpfergott aus. Habe ich das richtig verstanden? Ich schließe das nicht aus, nein. Ich habe jetzt nur deine Behauptung und die möchte ich jetzt belegt haben. Die Schöpfung deutet auf den Schöpfer wie ein Gemälde auf den Maler. Also die Schöpfung ist der Beweis für den Schöpfer. Das ist eine Behauptung. Ich möchte einen Beleg haben, dass tatsächlich dein Gott das war. Mehr ist das nicht. Du redest jetzt seit einer Stunde drum rum und kommst einfach nicht auf den Punkt. Warum nicht? Das ist keine Behauptung, das ist ein empirischer Beweis. Also so wie du von deinen Eltern erzeugt wurdest, deine Eltern von deinen Großeltern erzeugt wurde, so ist es eine ganz klare logische Prämisse, dass das erste Lebewesen oder die erste Zelle ebenfalls von einem intelligenten Schöpfer erzeugt werden muss. Das ist empirisch bewiesen, das sieht man. Und wenn du mir ein Beispiel nennen kannst, wo ein Lebewesen selbstständig ohne einen Schöpfer durch Zufall und aus unbelebter Materie entstanden ist, dann können wir gerne darüber diskutieren, weil dann hast du meine Argumentation sozusagen dann etwas entgegengesetzt, wo man sagt, okay, es ist keine Entstehung durch einen intelligenten Schöpfer nötig. Lennox. Wir reden über die Urzelle und nicht von mir. Du fängst immer wieder von meinen Eltern an. Du sagst, wir lassen meine Eltern weg und dann redest du von meinen Eltern. Lass mich doch mal aus dem Spiel. Lass doch mal meine Eltern aus dem Spiel. Es geht um die Urzelle, wo die herkommt. Jetzt sagst du, es war dein Gott aufgrund der Attribute. Dann sagst du, der muss allmächtig sein. Warum? Wenn dir das unangenehm ist mit den Eltern, möchte ich mich natürlich entschuldigen. Ich möchte weder dich noch deine Eltern in irgendeiner Art und Weise diskreditieren. Mir ging es einfach nur darum, die Kausalität aufzuzeigen, dass, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ich bin ja da
Und die Kausalität, der Ursprung ist ja laut evolutionistischer Ansicht die erste lebende Zelle, die Urzelle. So, die Urzelle braucht ja, das habe ich jetzt aber, glaube ich, schon mehrmals gesagt, braucht Informationen, um sich zu reproduzieren, braucht einen DNA-Code wie jedes andere Lebewesen etc. Und mein Gott, beziehungsweise Gott, der Schöpfer, ist die Ursache, weil er allwissend ist und weil ohne Intelligenz keine Information entstehen kann. Warum muss er allwissend sein? Er muss allwissend sein, damit er weiß, welche Aufgaben die Zellen haben, wie überhaupt Leben entstehen kann, beziehungsweise welche Bedingungen vorausgesetzt werden müssen, damit Leben entstehen kann. Es gibt, wie sich Proteine falten, wie der Mensch, also da kann ich jetzt stundenlang weiterreden. Wäre er nicht allwissend, dann wüsste er nicht, wie er die Schöpfung kreiert. Also das ist eigentlich an sich die Frage ein bisschen sinnlos. Also erklärt sich von selbst. Warum kannst du sie dann nicht erklären? Was kann ich nicht erklären? Kannst du ein bisschen konkreter werden, bitte? Warum ein allwissendes Wesen nötig ist, um eine Zelle zu programmieren? Naja, dieselbe Frage ist, warum kann sich eine Software nicht selbst programmieren? So, weil halt dazu ein Programmierer, in dem Sinn ein Schöpfer, notwendig ist. Wir wissen aus Beobachtungen, dass tote Materie, in dem Sinne ein Stein, sich nicht selbst erzeugen kann. Er hat keine Intelligenz, kein Bewusstsein, kein Wille, keine Planungsfähigkeit. Also um Leben zu erzeugen, wie es der Dr. Francesco Redi und Louis Pasteur schon bewiesen haben, sind Lebewesen notwendig. Leben entsteht nur aus Lebendigen. Ist ein Softwareprogrammierer allwissend? Nein, ist er natürlich nicht. Allwissend ist nur Gott der Mächtige. Ja, aber wenn du mir sagst, so wie ein Programmierer von Software ein Intelligenz irgendwie ein Wissen haben muss, so muss auch der Gott ein Wissen haben, um eine Zelle zu programmieren. Also ist das keine Analogie. Der Softwareprogrammierer ist nicht allwissend, aber er hat Intelligenz. Und der PC an sich, ja, allein schon auch der PC impliziert ja einen Schöpfer. Ein PC, die Hardware baut sich nicht von selbst zusammen. Eine Software programmiert sich nicht von selbst. Es steckt hinter jedem dieser Prozesse immer wieder ein intelligenter Schöpfer. Jetzt reden wir plötzlich von PCs. Ich rede immer von der Urzelle. Warum, ich frage immer dieselbe Frage, warum kannst du meine Frage nicht beantworten? Warum muss ein Schöpfer einer Zelle allwissend sein? Beantworte das doch mal. Du sagst, das ist so einfach, das zu beantworten, und kannst das nicht beantworten. Warum nicht? Weil er ohne Intelligenz oder ohne seine Allwissenheit die Zelle nicht programmieren könnte. Eine Programmierung oder eine Codierung benötigt Intelligenz. Das hast du jetzt schon 50.000 Mal gesagt. Warum muss es allwissend sein? Weil man ohne Wissen nicht programmieren kann. Ein Frosch hat Wissen, aber ein Frosch kann, glaube ich, keine Zelle programmieren. Warum muss ein Schöpfer allwissend sein, um eine Zelle zu programmieren? Klar, Frosch hat Wissen. Es gibt aber auch, wie ich schon gesagt habe, Stufenintelligenzen. Mensch hat nicht die Allwissenheit von Gott. Trotzdem ist ein Mensch in der Lage, eine Software zu programmieren. Gott war der Ursprung, die Quelle der Intelligenz. Zum Zeitpunkt der Urzelle, von der wir sprechen, gab es keinen Menschen, es gab keinen Frosch, es gab keine PCs, es gab nur die Urzelle. Und diese Urzelle hat keine Intelligenz besessen. Sie hat biologische Informationen benötigt, um sich zu reproduzieren, um überhaupt zu entstehen. Also der DNA-Code oder die Erbinformationen, der genetische Bauplan, das hat sie alles benötigt, um überhaupt zu entstehen und sich zu reproduzieren. Da jetzt aber da keine Intelligenz vorhanden war, laut Atheisten oder Evolutionisten,
muss ja die Information irgendwo hergekommen sein. Und da kommt dann wieder Gott ins Spiel. Woher Gott, warum Gott allwissend ist? Ja, weil ohne, wie ich schon sagte, ohne Wissen kann man keinen Bauplan erstellen. Ohne Wissen kann man keinen Code generieren. Ohne Wissen kann man keine Information kodieren. Das ist, also, das sind selbsterklärende Beispiele. Erstens mal hat ein Atheist nichts mit Biologie oder Evolution oder sonst irgendwas zu tun. Zweitens mal hat die Evolution nichts mit der Urzelle zu tun. Und drittens mal kannst du nicht erklären, warum ein Gott allwissend sein muss. Dann fragen wir was anderes. Nächste Frage. Warum muss ein Gott allmächtig sein, um eine Zelle programmieren zu können? Auch hier, Stefan Kees, liegst du leider falsch. Denn die chemische Evolution und die biologische Evolution sind in einem kausalen Zusammenhang. Wie ich schon sagte, ein Lebewesen muss erst entstehen, damit es sich entwickeln kann. Wenn ein Lebewesen nicht entsteht, kann es sich nicht entwickeln. Der Atheist, stimmt, der Atheist zunächst mal glaubt nicht an einen Gott oder lehnt eine Gottheit ab. Trotzdem braucht der Atheist auf essentiell wichtige Fragen wie der Ursprung des Lebens oder der Ursprung des Universums gerne Antwort. Und da bedient ihr euch gerne an wissenschaftlichen Hypothesen. Warum Gott allmächtig ist oder allwissend sein muss, um die Zelle mit Informationen zu versorgen oder die zu programmieren, habe ich jetzt mehrmals beantwortet, weil Programmierung und Information ohne Intelligenz nicht möglich ist. Meine Frage war, warum muss ein Gott allmächtig sein, um eine Zelle zu programmieren? Naja, wenn er die Macht nicht dazu hat, dann wäre er nicht in der Lage, sie zu programmieren. Wie gesagt, das erklärt sich von selbst. Also kannst du es erklären oder nicht? Weil du gibst aber nur dieselbe Behauptung wieder, aber du erklärst sie nicht. Warum muss ein Gott allmächtig sein? Naja, also wir können das Spiel jetzt noch weiterspielen. Du kannst es jetzt noch 50 Mal fragen. Warum müssen meine Eltern in der Lage sein, sich weiter fortzupflanzen, um mich fortzupflanzen? Also das ist idem per idem. Du versuchst, die Wirkung der Ursache mit der Wirkung zu erklären. Das ergibt aber keinen Sinn. Nein, ich versuche nur zu verstehen, wie deine Behauptungen zustande kommen. Warum du behauptest, dass ein Gott allwissend und allmächtig sein muss und du kannst keine Antwort liefern, warum das der Fall sein muss. Du sagst, es sind Attribute von irgendeinem Gott, irgendeinem Schöpfergott. Das heißt, dir ist es egal, welcher Gott es ist. Es kann also genauso gut Wotan, Neptun oder Aphrodite sein. Es ist dir egal, wer es ist, solange irgendwo eine Zelle rauskommt. Aber du sagst plötzlich, irgendein Text gibt dir vor, was für Attribute ein Gott hat und in diesem Buch steht aber sonst nichts drin. Nur, dass es Attribute sind. Und wenn ich dich dann frage, warum diese Attribute überhaupt nötig sind, um diese Zelle zu programmieren, sagst du mir, ja, da weiß ich nicht. Das muss einfach so sein. Aber warum kannst du da nichts belegen? Weil ich habe dir jetzt alles geschenkt. Ich habe alles, alle Argumentationen, die ich alle Schritt für Schritt, alle kaputt machen kann, habe ich alle gesagt, lassen wir das, gehen wir auf den Kern und sagen, okay, du behauptest, es ist ein Gott. Aber du kannst es nicht belegen. Du machst immer nur dieselben Behauptungen und sagst immer wieder, ja, allmächtig, allwissen und das muss so sein. Aber du sagst nicht, warum das so ist. Warum nicht? Warum kannst du nicht mal ganz klipp und klar sagen, So wie ich das bei jedem anderen machen kann, in den Beispielen, wie du es selber gebracht hast. Ich muss mit einem Computer, muss ich ein bestimmtes Fachwissen haben. Und bei einer Zelle kann ein Biologe sagen, okay, die Zelle macht das und das und so und so funktioniert die. Das heißt also, jeder Biologe ist heute in der Lage, eine Zelle zu beschreiben. Nur wir sind nicht in der Lage, selber Zellen herzustellen. Das fehlt uns noch, diese Möglichkeit. Wir sind kurz davor, aber wir können es noch nicht. Und alles, was du jetzt machst, du sagst, ich kenne jemanden, der kann das. Wir auf der Erde hier, wir können das noch nicht. Aber ich kenne jemanden, der weiß das, der kann das. Der hat das schon gemacht. Und das ist Gott. Jetzt sagst du aber nicht, welcher Gott das ist und warum du glaubst, dass das dein Gott ist. Alles, was du sagst, ist, ja, ich weiß das und das ist alles. Weil der ist ja allwissend, der ist ja allmächtig und weiß ich was alles. Aber warum das alles relevant ist, kannst du uns nicht sagen. Was sollen wir denn mit diesen Informationen anfangen? Du sagst immer wieder dasselbe. Du sagst immer wieder, ja, die Urzelle enthält Informationen und da muss ein Sender existieren. Aber du sagst nicht, in welcher Form der Sender jetzt existieren muss und warum das jetzt ausgerechnet der Sender sein muss. Das heißt, diese ganzen Fragen, die eigentlich beantwortet werden müssen, da gehst du immer drum rum, da fallen dir immer andere Beispiele ein, aber du gehst nie auf die wirkliche Essenz der Sache zurück.
welcher Gott, das habe ich vorher schon gesagt, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wichtig ist jetzt erstmal zu debattieren, ob es einen Schöpfergott gibt. Ob das jetzt Jahwe ist, ob es Allah ist, ob es Odin ist, wer auch immer. Das ist jetzt gar nicht das Thema. Thema ist, gibt es einen Schöpfergott? Die Allwissenheit und auch die Allmacht zeigt sich ja in der Schöpfung. Ja? Wenn Gott nicht allwissend wäre und allmächtig, dann wäre er gar nicht in der Lage, diese Schöpfung zu kreieren oder zu erschaffen. So, das ist wie als Analogie, wenn du fragst einen, einen Automechaniker zum Beispiel oder einen Uhrmacher, ja, woher weißt du, wie man eine Uhr baut? Wie bist du in der Lage, eine Uhr zu bauen? Naja, er hat halt nun mal das Wissen und er hat die Fähigkeit, diese Uhr zu bauen. Genauso hat Gott die Allwissenheit und die Allmacht, die Schöpfung zu kreieren. Das behauptest du jetzt seit einer Stunde. Hast aber noch nichts belegt. Du sagst immer dasselbe. Du sagst, ja, siehst du, die Macht sieht man in der Schöpfung. Nein, tut mir leid, das sehe ich nicht. Alles, was ich sehe, ist Evolutionstheorie. Alles, was ich sehe, ist, wir haben irgendwann mal eine Urzelle, die durch irgendwelche Prozesse entstanden ist. Die haben wir. Wie die entstanden ist, weiß ich nicht. Da kann ich mich nicht festlegen. Ich weiß nur, dass dann, als die Zelle entstanden ist, dass dann ein evolutionärer Prozess eingegriffen hat oder angefangen hat, der dann die Weiterentwicklung vorgetrieben hat. Aber wir kommen nie weiter zurück als bis zu dieser Urzelle. Und jetzt sagst du, ja Gott, ja, dann beleg das doch mal. Also zunächst mal sind es Hypothesen. Ja, die chemische Evolution ist eine unbewiesene Annahme, weil du gerade das so darstellen möchtest, als wäre es ein Fakt. Wir wissen, oder die Wissenschaft weiß, oder die Naturwissenschaft besser gesagt, weiß nicht. Sie geht davon aus, sie vermutet, dass es so war. Empirische Beweise, die wir heutzutage haben, sprechen dagegen. Louis Pasteur, Dr. Francesco Redi, auch die Tatsache bei Miller, bei dem Experiment von Miller. Er musste selbst eingreifen in seinem Experiment, was auch jetzt gerade ein bisschen untergraben wurde oder beziehungsweise gar nicht erwähnt wurde, ist, dass ein hoher Anteil von Ameisensäure in der erstellten Suppe oder in seinem chemischen Gemisch da waren. Also es gibt kein Experiment, das beweist, dass sich eine Zelle von selbst erzeugt. Das gibt's nicht. Eine Zelle kann nur entstehen, wenn sie von jemand anderem erzeugt wird. Warum das Gott war, habe ich jetzt mehrmals gesagt. Also ich verstehe nicht, wenn meine Argumentation so schwach wäre oder das alles Blödsinn ist, dann könntest du sie doch einfach widerlegen. Aber du flüchtest immer wieder in dieselbe Frage in der Hoffnung, irgendwie was anderes zu hören. Das wird aber nicht passieren. Die Argumentation steht. Wenn du sie nicht widerlegen kannst, dann spricht es für sich. Falls du sie widerlegen kannst, dann bitte ich dich, jetzt eine halbwegs vernünftige Argumentation zu bringen. Also es hat keinen Sinn. Du merkst nicht, dass du keine Argumente bringst. Ich kann doch nichts widerlegen. Es gibt doch nichts zu widerlegen. Du sagst, es war mein Gott, der ist allmächtig und das sieht man in der Schöpfung. Und was soll ich denn da widerlegen? Ich muss nicht. Vor allen Dingen, was du nicht verstehst, wenn ich eine Box mit Tic-Tacs habe und du sagst, ich glaube, die Zahl da drin ist, die ist gerade. Und ich sage, das glaube ich nicht. Dann sage ich nicht, dass die ungerade ist, sondern ich sage, deine Behauptung glaube ich nicht. Damit setze ich aber nicht eine Behauptung ins Gegenteil um. Das musst du verstehen. Und bloß weil ich sage, ich glaube nicht, dass es dein Gott war, heißt das nicht, ich mache einen Gegenvorschlag. Ich habe ganz klipp und klar gesagt, ich weiß es nicht, ich kann mich da nicht festlegen. Es gibt zu viele Möglichkeiten, die man alle in Betracht ziehen könnte, müsste, könnte oder was immer. Ich kann es nicht, ich bin da nicht der Fachmann und deswegen lasse ich es. Du hingegen sagst, ich weiß es. Ich weiß, dass du immer nur Hypothesen hast. Jawohl, das gebe ich ja auch zu. Das ist so.
weil ich nicht einfach irgendwas behaupte, ohne es belegen zu können. Jetzt sagst du, es gibt empirisch, du sagst, die Wissenschaft, die natürliche Wissenschaft, gibt es eine unnatürliche Wissenschaft? Nein, gibt es nicht. Wissenschaft ist immer nur natürlich. Und sobald irgendwas erfasst werden kann durch die Wissenschaft, ist es natürlich. Das heißt also, du schmeißt jetzt einen Gott hier rein, der nicht natürlich ist, der übernatürlich ist, der mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun hat und überhaupt nicht erfasst werden kann, und stellst Behauptung nach Behauptung nach Behauptung auf. Und wenn ich dich frage, kannst du davon irgendwas belegen? Nein, dann behauptest du. Also sagst du mir irgendwas von Louis Pasteur oder Francesco Freda oder was immer. Das sind doch keine Belege. Bloß weil jemand sagt, das kann es nicht sein, heißt es doch nicht automatisch, es ist dein Gott. Das ist eine False Dichotomy, nennt sich das. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Und deswegen nützt das nichts, was du machst. Du kannst es nicht belegen. Aber wir drehen uns immer wieder im Kreis, weil ich einfach nur eine einzige Frage habe. Und die kannst du nicht beantworten. Stefan, kannst du mir beantworten, wie eine Zelle ohne einen Erzeuger entstehen kann? Das darf doch wohl nicht dein Ernst sein. Lennox, come on. Natürlich kann ich das nicht. Okay, meine Antwort ist, nein, Lennox, das kann ich nicht. Schließt du aus, dass man einen Erzeuger für eine Zelle braucht? Nein. Wenn man also einen Erzeuger für eine Zelle braucht, was du gerade bestätigt hast, wer ist dann der Erzeuger? Moment, nein. Ja? Stimmt nicht, das habe ich nicht getan. Bitte, bitte, mach das nicht. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Kannst du das bitte nochmal klarstellen, damit ich dich nicht falsch, also dass es keine Missinterpretation meinerseits gibt? Deine Frage war, schließe ich aus, dass es so etwas gibt? Daraufhin habe ich gesagt, nein. Und ich habe dir gerade erklärt, wenn ich sage nein, das nicht, dann mache ich keine Aussage ins Gegenteilige. Ich habe nur gesagt, ich schließe es nicht aus. Also, du weißt nicht, oder du weißt nicht, wie eine Zelle ohne einen Schöpfer entstehen oder ohne einen Erzeuger entsteht, aber du schließt es nicht aus, dass eine Zelle ohne einen Schöpfer oder ohne den Einfluss von außen entstehen kann. Widerspricht sich meiner Meinung nach, da du ja sagst, okay, du schließt es nicht aus, aber du weißt es auch auf der anderen Seite nicht. Nee, wir reden jetzt hier von völlig verschiedenen Sachen. Natürlich gibt es äußere Einflüsse, die die Entstehung einer Urzelle beeinflussen und ermöglichen und überhaupt erst triggern, also initialisieren. Natürlich sind das äußere Einflüsse. Was ich nicht weiß, ist, welche Art diese Einflüsse sind. Ich weiß nicht, ob es natürlich ist, ich weiß nicht, ob es chemisch ist, ich weiß nicht, ob es biologisch ist. Ich weiß nicht genau, welche Prozesse es waren. Es gibt 5 oder 6 verschiedene Modelle, die alle sehr gut erklären, in sich und geschlossen, logisch erklären, wie diese Möglichkeiten aussehen könnten. Nur es sind mehrere und wir haben eben keine definitive Antwort auf die Frage, welche von diesen 6 ist es denn jetzt? Was ich aber nicht sage, ist, wenn es nicht die eine von diesen 6 war, dass es automatisch dann ein Schöpfer gewesen sein muss. Das sage ich nicht. Ich sage, es kann sein, dass es ein Schöpfer war. Ich schließe es nicht aus. Ich kann aber genauso sagen, ich schließe nicht aus, dass es eine von den natürlichen Prozessen war. Das ist meine Aussage. Wenn du einen Schöpfer nicht ausschließt, was spricht denn deiner Meinung nach gegen einen Schöpfergott? Dass es keinen guten Grund gibt, zu glauben, dass es einen gibt. Naja, das ist ja zunächst mal eine Behauptung, das ist ja keine Begründung. Nein, das ist eine Begründung. Es gibt keinen guten Grund zu glauben, dass es einen Gott gibt. Sobald mir jemand gute Gründe gibt, zu glauben, dass es einen Gott gibt, tue ich das. Bis jetzt hat es aber noch keiner getan. Also gibt es keinen guten Grund. Was soll ich denn noch sagen? Ich kann, pass mal auf, stimmst du mir zu, dass man weder belegen oder falsify, wie sagt man falsify auf Deutsch? Falsifizieren. Okay, nehmen wir falsifizieren. Man kann weder verifizieren noch falsifizieren, dass es einen Gott gibt. Stimmst du mir dazu?
Da stimme ich dir nicht zu. Ich bin der Meinung, dass wenn man logisch nachdenkt und die Prämisse oder die Argumente, die uns zur Verfügung stehen, prüft, kommt man nur zu dem logischen Schluss, dass es einen Schöpfergott geben muss. Super, jetzt sind wir da. Gott, wunderbar. Gib mir die Prämissen. Die Prämisse ist, und die habe ich aber jetzt schon mehrmals angeführt, ist, wir sehen, dass Lebewesen nur durch Leben, durch andere Lebewesen entstehen können. Nein, das ist eine Behauptung. Ich brauche die Prämisse dazu. Das ist keine Behauptung, das ist ein Naturgesetz. Omne vivum ex vivo. Wurde durch Louis Pasteur und Francesco Redi bestätigt. Du, wenn du sagst, es ist eine Behauptung, die nicht stimmt, dann musst du mir das Gegenteil beweisen. Kannst du es nicht? Ich habe nicht gesagt, dass es eine Behauptung ist, die nicht stimmt. Ich habe gesagt, es ist eine Behauptung, die nicht irgendwas durch irgendetwas belegt ist. Das ist einfach eine Behauptung, eine Meinung, eine persönliche Meinung von zwei Individuen. Es gibt Tausende, die genau das Gegenteil sagen. Es gibt, ich habe dir ja gerade gesagt, es gibt eine ganze Reihe, die sich nennt der Ursprung des Lebens. Und da sagen Wissenschaftler ganz klar, jawohl, es ist möglich, wir brauchen keinen Gott dazu. Die sagen genau das Gegenteil. Das heißt also, auf dieser Ebene zu argumentieren, ja, der hat das aber gesagt, das ist Blödsinn, das ist kein Beleg. Ich habe gesagt, was ist deine Prämisse? Und wenn deine Prämisse ist, ja, der hat das aber gesagt, dann gute Nacht, Marie. Wie gesagt, nicht unterbrechen, bitte. Ne? Ich habe das Stefan jetzt noch einmal gelassen, aber in Zukunft immer darauf achten, nicht zu unterbrechen. Ja? Ah, ich dachte, das sei fertig gewesen. Ach so, ja, dann. Übrigens, wir reden jetzt schon seit über 1,5 Stunden. Die Frage ist, wie lange wollt ihr noch weiter debattieren oder sagt ihr 2 Stunden oder sogar noch länger? Also, nee, dann machen wir bei 2 Stunden Schluss, weil irgendwie sehe ich, dass wir uns jetzt im Kreis drehen. Ja, ich bin auch der Meinung, 2 Stunden sollten genügen. Okay, gut. Dann machen wir die 2 Stunden voll. Du hast ja gerade gesagt, es gibt, ich denke mal, es war jetzt auch einfach so hypothetisch gesagt, es gibt Hunderte von Wissenschaftlern, die den Experimenten oder den Ergebnissen der Experimenten von Louis Pasteur und Francesco Redi widersprechen. Kannst du mir einen einzigen mit Namen und Zitat geben, der den Experimenten von Louis Pasteur und Francesco Redi widersprechen? Ich habe das gar nicht behauptet. Also sind die Ergebnisse der Experimente von Francesco Redi und Louis Pasteur bis zum heutigen Tage Tatsache? Stimmst du mir da zu? Nein, ich habe dir gesagt, das weiß ich nicht. Ich kann das hier nicht überprüfen. Dann formuliere ich die Frage anders. Kannst du mir ein Lebewesen nennen, das selbstständig durch Zufall aus unbelebter Materie entsteht? Pass auf, wir versuchen die Prämissen darzustellen, die du hast, um zu zeigen, um zu belegen, dass es deinen Gott gibt. Ich wiederhole nochmal die Frage, kannst du mir ein Lebewesen zeigen, das selbstständig aus unbelebter Materie und durch Zufall entsteht? Ist das deine Prämisse, eine Frage? Ist das deine Prämisse? Das ist zunächst mal erst eine Frage. Es interessiert mich aber nicht. Ich möchte die Prämissen wissen. Das ist das, wo wir uns gerade darauf geeinigt haben, dass du mir jetzt die Prämissen gibst, die zu der Existenz von deinem Gott führen. Ich wiederhole zum wiederholten Mal. Kannst du mir ein Lebewesen zeigen, das aus unbelebter Materie selbstständig und durch Zufall entstanden ist? Ich verstehe die Frage nicht. Ich warte auf eine Prämisse. Eine Prämisse ist keine Frage. Okay, ich nehme mal an, da du jetzt die Frage dreimal nicht beantworten konntest, dass du mir kein Lebewesen zeigen kannst, das selbstständig aus unbelebter Materie und durch Zufall entstanden ist. Das impliziert ganz klar, dass jedes Lebewesen einen Erzeuger braucht. Wenn jedes Lebewesen einen Erzeuger braucht, was empirische Tatsache ist, dann braucht auch die erste Zelle einen Erzeuger. Ganz klar, von Leben entsteht Leben. So. Wenn die erste Zelle einen Erzeuger braucht, wie wir gerade festgestellt haben, dann möchte ich dich gerne fragen, wie ist die erste Zelle entstanden? Und wenn sie keinen Erzeuger braucht, dann bitte eine Alternative. Nee, Torge, das hat keinen Sinn. Ich frage immer wieder dasselbe, ich kriege keine Antwort.
Das ist doch Blödsinn. Ich kann doch nicht etwas fragen. Du sagst, du stellst eine Behauptung auf. Ich sage, okay. Du hast dann gesagt, okay, wir nehmen Prämissen und die führen dann zu einer Conclusion, zu einer Zusammenfassung, zu einem Ergebnis. Dann habe ich gesagt, super, so, jetzt sind wir genau da. Wir kommen jetzt dazu, endlich mal ein Argument zu formulieren. Das erste Mal. Endlich. Nach dreiviertel Stunden kommen wir jetzt endlich dazu, das richtig zu machen. Und dann stellst du mir sinnlose Fragen. Das bringt ja nichts. Hast du Prämissen, ja oder nein? Du hast meine Frage leider nicht beantwortet, sondern bist wieder mal in eine Gegenfrage ausgewichen. Die Frage ist, wir wissen aus empirischen Beweisen und aus experimentisch, also von den Ergebnissen der Experimente, dass jedes Lebewesen durch ein anderes Lebewesen erzeugt wird. Die erste Zelle muss also auch erzeugt werden. Wer hat die erste Zelle erzeugt? Und wenn sie nicht erzeugt wurde durch einen Schöpfer, was ist die Alternative? Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Erstens mal nein, zweitens mal nein, drittens mal nein und viertens, was ist deine Prämisse, dass du zu deinem ersten Erzeuger kommst? Bitte, entweder ja oder nein. Entweder du tust es oder du tust es nicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Okay, also wir haben jetzt mehrmals Nein gehört. Das ist auch einfach wieder nur eine Behauptung ohne eine logische Erklärung oder eine Begründung, warum Nein, sondern einfach nur Nein. Ich merke auch, es macht wenig Sinn, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Es gibt auch bis zum heutigen Zeitpunkt kein Experiment, das beweist, dass eine lebende Zelle aus unbelebter Materie erzeugt werden kann. Das hat Miller nicht geschafft, das haben auch andere nicht geschafft. Es gibt keinen logischen oder rationalen Grund, davon auszugehen, dass die Urzelle sich selbst erzeugt hat. Gibt es keinen Grund dafür. Die Informationen sprechen dafür, dass es einen Schöpfer geben muss. Die Experimente von Louis Pasteur und Francesco Redi sprechen dafür. Die Ebenen der Information sprechen dafür. Die empirischen Beweise, die wir jetzt sehen, dass Lebewesen nur durch andere Lebewesen erzeugt werden, sprechen dafür, was wiederum Naturgesetz ist. Also die Argumentation spricht doch ganz klar dafür, dass es einen Schöpfer geben muss. Wenn es den nicht gibt, dann müsste Stefan Kees eine Gegenargumentation bringen, aber dreimal Nein sagen und die Fragen ständig wiederholen, das ist halt, der hat keine Substanz. Also weiß ich nicht, wo ich jetzt da noch debattieren soll. Okay, das hat keinen Sinn. Ich habe es dir erklärt, ich habe es dir fünfmal erklärt, ich habe es dir zehnmal erklärt, ich muss es doch nicht nochmal erklären. Ehrlich, du wiederholst immer wieder dasselbe. Jetzt, ja, nee, es hat keinen Sinn, Torge, es hat keinen Sinn, ehrlich, bringt nichts. Wir kommen hier nicht weiter. Das sind immer nur dieselben Behauptungen, das sind immer dieselben Sachen, da kommt nichts bei. Wenn ihr jetzt so festgefahren seid, sonst würde ich sagen, macht doch vielleicht nochmal so ein Abschlussstatement jeder und dann beenden wir einfach die Debatte, wenn ihr jetzt an diesem Punkt nicht weiterkommt. Ja. Gerne. Ich würde dann, ja. Wer möchte als Erste? Stefan kann gerne anfangen. Okay, Stefan, macht doch nochmal ein Abschlussstatement und dann Lennox und dann beenden wir die Debatte. Okay, also es ging darum, dass Lennox mir gesagt hat, dass ich nicht debattieren will, dass ich Angst habe. Dann hat er versucht, mich noch zu triezen und dann gesagt, okay, dann unterhalten wir uns eben. Dann hat er vorgeschlagen, wir nehmen jetzt hier diese Debatte über den Ursprung des Lebens. Und ich habe dann am Anfang gesagt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wir aber nichts Genaues wissen. Und habe dann gesagt, wir können uns nicht festlegen und habe einige Vorhersagen getroffen, was hier passieren wird. Und das ist leider genauso eingetreten. Das heißt, also, es sind nur Behauptungen gemacht worden, es ist nur Säen von Zweifel gewesen. Ja, wir wissen es ja nicht und der hat ja was anderes gesagt und der... Und dann kamen dann einige Zitate, die in meinen Augen unverstanden sind und dann hinterher das obligatorische Simsalabim. Und dann habe ich gefragt, okay, gibt es denn jetzt irgendeinen Hinweis darauf, was jetzt eigentlich verantwortlich ist letztendlich? Weil ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht festlegen, es gibt zu viele Möglichkeiten. Und dann hat gesagt, ich weiß es, kann es aber nicht belegen. Das heißt, das sind nur Behauptungen. Und in dem Augenblick, wo er dann vorgeschlagen hat,
Wir können das ja über ein Argument machen, dass er nämlich dann die Prämissen aufzählt und wir dann zu einem Ergebnis kommen, habe ich das dankend entgegengenommen, weil das die einzige Art ist, wie man sagen, wie man es nehmen kann. Und stattdessen werden immer nur Worte wie empirisch rumgeschmissen, dann kommen non sequiturs, dann kommen dieses und jenes, aber nie irgendetwas Fundamentales, wo man sagen kann, hey, hier müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, das hört sich interessant an. Da sollte man mal gucken. Und stattdessen kommt immer nur, ja, aber mein Gott war's. Und mehr kommt da nicht. Tja, schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren immer dasselbe, hat sich also nichts Neues ergeben. Alles klar. Dann, Lennox, jetzt bist du dran. Also zunächst mal möchte ich mich bei dir, Torge Meyer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ja, bedanken. Sehr gute Leistung als Moderator. Auch bei Stefan Kiss möchte ich mich bedanken für die Debatte. Ich denke, ich habe meinen Standpunkt sehr gut dargestellt. Ich habe Zitate von Wissenschaftlern gebracht. Ich habe eine wissenschaftlich definierte oder eine wissenschaftliche Definition für Information gegeben. Ich habe plausible Prämissen geliefert, warum Gott existieren muss. Und es liegt jetzt an jedem selbst, die zu prüfen oder eben nicht zu prüfen, die zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. Das bleibt jedem selbst überlassen. Mein Ziel war es jetzt auch nicht, irgendjemanden zu missionieren oder von irgendwas zu überzeugen, sondern einfach nur den Wissensstand, den wir momentan haben, weiterzugeben und der meiner Meinung nach dazu führt, dass ein Schöpfergott existieren muss. Ich habe mir von Stefan Kees etwas mehr erhofft. Ich habe mir seine Videos angeschaut, die ja überwiegend gegen den Islam gerichtet sind. Da waren die Argumentationen eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen dachte ich, wir kommen hier zu einer fruchtbaren Debatte. Leider nicht. Ich bin aber trotzdem offen für weitere Debatten und ja, wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bedanke mich nochmals. Alles klar. Gut. Dann beenden wir die Debatte und ich bedanke mich auch bei den Zuschauern und auch eine Info an diejenigen, die diese Debatte vermutlich auch im Nachhinein sehen werden. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr bestimmte Fragen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Der Stefan und der Lennox werden sie sicher auch dort beantworten. Alles klar. Ich danke euch und wir gehen jetzt offline und auf Wiedersehen.